So und Heidi Ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Ich hoffe, bei euch ist alle chicky, ihr seid alle fit und wenn nicht, werdet bald wieder gesund. Im Moment geht ja schon wieder ein Jahr drum. Ah ja, alle scheiße, aber so ist es. Man wird halt auch mal krank. Ja, wir zocken Baldur's Gate weiter, genau an der Stelle, wo wir letzte Woche Donnerstag aufgehört haben und wir waren da ja in einem Kampf, den werden wir jetzt, glaube ich, nochmal machen. Wir sind gerade noch am Diskutieren. Wie wir das vielleicht machen. Eine kleine Strategie habe ich gerade mit dem David ausgetüftelt, aber da werdet ihr gleich mehr hören, wenn ich die Boys mit einschalte. Sonst, wenn irgendwas mit Bild und Ton nachher nicht hinhaut, sagt da bitte gerne wieder Bescheid. Und sonst viel Spaß. Dann schalte ich die anderen mal ein. So, flupp. So, das da sind wir. Das heißt, obwohl, nee, ich glaube festhalten hatten wir probiert. Na, festhalten? Nee. War das Einschläfer? Ich weiß, Peiler, wir überlegen gerade, haben wir nicht letztens auch Einschläfer probiert und da hieß es denn, Verbündete, kannst du nicht einschläfern? Das kann auch sein, ja. Ich guck grad mal. Aber da steht jetzt nix. Na gut, wir haben ja hier gespeichert, wir können es immer so probieren. Die Frage ist jetzt, wie rennen wir am besten hin? Das ist eine gute Frage, ja. Alter, müsste eigentlich vorne sein, weil er den Zauber macht. Hier, Person festhalten. Ja, festhalten. Da steht da irgendwas mit Verbündete nicht festhalten oder irgendwie sowas? Geht denn nicht diese oder irgendwie so? Ich nicht. Ach du. Oh fuck. Gut. Janine ist im Kampf? Ne, ich noch nicht. Achso. Und was hat sie unten sich gerade bewegt deswegen? Naja, die bewegt sich da, oder? Alter. Oh, irgendwas, aber ja. Problem ist, wenn wir sie festhalten. Hier ist ein Gegner. Festhalten können wir nicht machen. Weil wenn das ein Abstand mehr als 3 Meter ist, wenn sie von was getroffen wird, kriegt sie immer einen Crit. Wenn wir einmal nicht aufpassen oder so, dann kann die mehr oder weniger mit 1, 2 Treffern gleich tot sein. Ich weiß nicht, ob der clever ist, David. Na, nicht festhalten. Wie gesagt, immer noch Einschläfer, wenn es geht. Naja, klar, aber ich wollte ja festhalten, muss nochmal durchlesen. Na, nee, festhalten ging glaube ich, letztes Mal nicht. Okay. Ja, das hat auch nicht lesen können, dass es halt bei Verbündeten nicht geht, deshalb. Ich glaube, achso, versuchst du einfach auf mich einzusetzen. Ja, wir probieren es gleich aus. Warte mal, ich muss ja hier erstmal. Mann! Gut mitgedacht, David. Eins. Okay, jetzt ist das Symbol einfach da, ist ja egal. Wo ist denn das, was ich gerade ausgewählt habe? Nee, das ist ein Standardzauber. Was nehmen wir dafür raus? Wo ist mein Handy? Hat jemand mein Handy gesehen? Na, hinter dir, links. Siehst du es nicht? Ach, stimmt. Das Ratte nehme ich für dich. Durch so ein Mitty, so ein Mini-Portal. Ich hab dir gesagt, du sollst dich mehr in meiner Wohnung verstecken. Mein Gott, lass mich doch. Zu viele Trefferpunkte, warte mal. Wenn du schon in meiner Wohnung bist, dann mach mir diesen Katzen vor. Ich hab da reingekratzt, ist das schlimm? Du bist es, Mann. Ich freu mich schon immer. Okay. Da steht dann bei euch eigentlich nur zu viele Trefferpunkte gerade. Kannst du auch 40 Trefferpunkte? Oder? Nee, das ist Schlafen. Achso, dann mach einfach mal. Mach einfach mal schlafen, auf ihn, ob es überhaupt funktioniert. Na, es geht ja nicht, wenn es ausgegraut ist und da steht zu viele Trefferpunkte. Ich kann sie zwar bis auf 40 erhöhen, aber das heißt halt, ich kann sie erst einschläfern, wenn sie nur noch 40 Leben hat, oder? Nein. Oder verstehe ich das falsch? Ja, es gibt, glaube ich, musst du mal gucken, dann guck mal, ob du eine Rolle oder sowas hast. Ich glaube, da gab es mehrere Sachen, die einen einschläfern können. Einmal mit Kreaturen über oder unter Dings. Ich sehe schon richtig, Scholli macht die alle fertig. Nö, ich hab nochmal hier geguckt. Weil man kann hier auch hoch. Ja. Man kann die Wurzel hier hoch und dann hier so rüber hüpfen. Aber langsam.
Man sieht dann halt keinen. Festhalten. Das ist halt kacke. Ja, du hast ja zwei Türen, kannst du die öffnen? Was für zwei Türen? Hinter dir. Schloss, ne. Hinter dir an der Fassade, hinter diesem komischen blauen Feuer. Da sind zwei Türen. Ne, es gibt nichts anderes. Wo die jetzt weiß ich nicht. Aber ja, da oben ist erstmal cool, aber runterspringen ist ungünstig. Drauf schießen von da ist jetzt auch nicht so treffersicher, weil du irgendwie immer eine Wand vor der. Also festhalten habe ich auf jeden Fall als Schriftrolle auch nochmal bei und schlafen jetzt als Zauber. Ich kann es einfach bloß ausprobieren. Was anderes kann man nicht machen. Na, dann renn vor und probier aus. Ich bin jetzt eh im Kampf. Ja, oder wir probieren es wie gesagt erstmal bei Dings aus. Bei. Es David, geht nicht, Jose, es ist ausgegraut. Was soll ich denn machen? Wenn ich auf ihn drauf gehe, ist es ausgegraut. Okay, ich könnte ihn einmal boxen, hat er unter 40. Denke, was probieren mit der 40er. Denn, ja, klar, dann könnte ich es probieren. Okay, David, also es tötet dich nicht, aber schön wird's auch nicht. Achso, muss ich erstmal mit Ruhe spielen. So, aber wie ist denn jetzt der genaue Plan? Wir gehen also nur... ich hau dich jetzt kurz und dann bist du unter 40 und wir probieren das mal mit den Einschläfern. Dann können wir ja nochmal neu laden. Okay. Hast du einen Leichtschlag? 15. Wow, daneben. Okay. Das ist aber wohl ein bisschen zu flink für dich. Nein, keiner. Gut, 2. Du hast immer... Nee, 32. Okay. Jetzt müsste ich den Zauber auf Stufe 4 machen und dann müsste er funktionieren eigentlich. Nö. Ah, okay, also ist es bei Verbündeten halt einfach so. Ja, bei Verbündeten ist jetzt eingeblendet. Das hätte aber sonst funktioniert. Ja. Lass mich mal in Ruhe, ich hab's für die Wissenschaft. Also, es sollte eigentlich funktionieren. Lass mich in Ruhe. Und dann muss David halt den Dings Zauber drauf machen. Und im Notfall kann ich auch noch halt versuchen, ob ich sie sonst doch festhalte. Wenn sie zu schnell wieder aufstehen sollte. Alex? Ja, bist du durch die Tür einmal gegangen oder was? Machst du Sachen? Durch schon? Nee, er steht da oben immer noch. Achso, nein, weil ich jetzt neu laden muss, du hast mich ja geschlagen. Du könntest neu laden, ja. Das ist kein Problem. Er kann ja da wieder hochklettern, oder, Shaolin? Nee, ich hab nur mal den Weg hier erkundet oder so. Ich gehe da nicht hoch. Okay. Ah, okay, dann kannst du neu laden einfach. Okay. Das ist kacke. Ich hatte vielleicht gedacht, von da oben kann man dann so wie Vogelnest, wisst ihr, dass du dann sagst, also, dass ich dann von da oben halt immer meinen kritischen Angriff machen kann, aber von da sehe ich halt keinen. Ja. Ja, das ist kacke. Weil du halt immer eine Wand vor den Gesichtern hast. Ja. Ich muss auch auf jeden Fall gucken, dass ich gleich jetzt mal durch die Türen gehen können. Mich hat schon irgendwie interessiert, wie es da drin aussieht. So. Ja, kann ich aber nicht, wenn da im Kampf ist, Jusen. Ich habe nicht genug Bewegungsrate gehabt, um da durchzugehen. Du warst im Kampfmodus schon, okay. Ja, ja, naja, da ist die ganze Initiative ist da durchgelaufen. Wir müssen uns, sobald wir hier über die Wurzel gehen, müssen wir uns alle beeilen. Oh. Achso, naja, okay, die quatschen jetzt schon. Sind die da schon? Okay. Okay, wir können sie nicht einschläfern, wie gesagt. Die ist Verbündete denn. Ich kann halt nur nach vorne springen, aber die läuft halt auch hin. Ja, ich bin nicht rübergesprungen. Jetzt, es geht los. Ich komme nicht rübergesprungen. Achso, weil wir wahrscheinlich im Weg sind. Jetzt, Peiler? Ja. Oh, okay, einfach rüber oder soll ich mal hochklettern? Ja, die sind schon hier unten. Ja, ich bin schon im Kopf drin. Ja, die Olle ist gleich dran. Wenn wir Glück haben, rennen die noch ein Stück zu uns. Ach, hier unten ist sie, hab's noch nicht gesehen. Oh. Ja. Naja, klar, die will volle Kanne reinspringen. Also reinrennen. Ansonsten hätte ich ja gesagt, wenn sie halt nicht rinrennen würde, dann könnten wir sie halt hier vorne alle fighten, dann müssten halt alle nach vorne laufen. Ja, wie gesagt, meine Idee war ja letztes Mal noch, dass wir nicht hier neu laden, sondern da laden, wo Peiler ja in den Kampf hier gerannt ist. Weil hier liegen ja überall Verbündete von uns. Ja, hat Alex recht, stimmt. Dass wir quasi auf den ganzen... wir auf den ganzen Loot hier, den wir jetzt hatten, scheißen und quasi nochmal einen Punkt nehmen, wo wir gerade angekommen sind hier bei dem Mondaufgang.
Wo wir auch das erste Mal schon in den Kampf reingerannt sind, oder? Na, Pyla ist ja das erste Mal hier in den Raum reingerannt und hat ja dann die Reaktion hier ausgelöst quasi. Und dann sind wir ja wieder runtergelaufen und haben ja da noch gelootet. Ja, genau, Alex hat recht. Na, oder ist aber die Frage, ob David das laden kann. Angriff. Und wir machen halt einen Zweifrontangriff, dass ihr wieder zurückrennt, zwei, und zwei hier angreift. Nee, also... Ja, das hatten wir ja schon probiert, das funktioniert die, ja nicht. Die Ausgangsposition ja mit einem engen Gang und dass man... ja, ist schon vom Vorteil. Aber die Frage ist ja, wenn wir das jetzt so rummachen, wie Alex gesagt hat, kommen wir von der anderen Seite rein, sie ist ja trotzdem hier hinten. Bis wir ja, zu ihr nach hier hinten kommen, ist sie ja schon tot. Also aber das... Ja, sprich, David. Wir haben... Ja. Der letzte Speicherteil ist 3 Stunden alt. Also können wir es eh nicht machen. Ja doch, wir können zurücklaufen. Neu laden, zurücklaufen, statt hier anzugreifen. Nee, naja, wenn wir neu laden, weiß ich nicht, wo wir landen. Und beziehungsweise ist der Spielstand, also 1,5 Spielstunden sind halt weg. Naja, aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir haben ja hauptsächlich nur gelootet. In ich glaube, wir hatten auch Schlaf und sowas alles gehabt. Wir können ja erstmal reinladen und gucken mal, wo wir sind. Ja, genau. Warte einfach mal. Ich habe noch einen Spielstand, der ist 2 Minuten älter. 2 Minuten aber bringt nichts. Halbe Stunde oder Stunde mindestens. Achso, du hast viel. Achso, okay. Wir sind da ewig durch alle Räume gelaufen. Genau. Also das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Dass wir den Loot einfach komplett auslassen und mal gucken. War jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Ob wir einen Speicherstand haben, wo wir nochmal teleportieren können. Nö, da sind wir mitten in einem Kampf. Das ist der Kampf vom letzten Mal. Das war dein Schnellspeichern. Achso. Gut. Nee, war der letzte. Ey, die Olle lebt noch. Jo. So gar nicht so dämlich. Quartiermeisterin Tali. So, das vom 23.18.58 Uhr, 20.56 Uhr, 23.21 Uhr. Das ist der. Na, du kannst auch ein automatisches Speichern nehmen, ist doch wurscht. Du musst ja keinen Speicherstand von uns nehmen. Aber Autospeichern... Ja, war ja ein Quicksave sogar. Also zum Glück, weil sonst wäre der 4-5 Stunden alt. Gut, dass Findus da ein Quicksave gemacht hat. Ja, brauchst du an Findus an der Stelle? Außer an dich, Budi. Shootout! Okay, jetzt sind wir wieder im Kampf. Alles war dieser Kampf, oder? Ja, nee. Ist der Kampf davor gewesen. Mit den drei Hexenmeistern, die diese Eier legen. Genau. Gut, dann killern wir die erstmal weg und dann, sind wir doch an der Stelle fast, oder? Ne, wir haben doch bestimmt noch einen Spielstand davor, oder? Ich will ja nur wissen, was passiert, wenn wir da quasi über die Brücke gehen. Also jetzt noch einen davor. Ne, nicht weiter nach hinten, David, weiter nach vorne wieder. Ne, dazwischen gibt's keinen mehr. Dann würde ich sagen, machen wir den mal hier kurz weg, oder? Und gucken. Das dauert jetzt so auch echt lange, bis wir die jetzt alle getötet haben. Dann nimm doch einfach noch einen Spielstand davor, ist doch wurscht. Wir wollen ja einfach nur gucken, was passiert. Den Kampf können wir ja auch nochmal machen zur Not. Ist ja wurscht. So. Ich würde gerne einfach nur mal sehen, was passiert, wenn die da oben alle leben und wir da reinrennen. Von der Brücke. Ob das einen Unterschied macht. Okay, dann habe ich hier... Weil du es bist, Jolly. Nee, der andere Spielstand geht uns ja nicht verloren, wo wir da jetzt an der Wurzel stehen. Das können wir ja mal wieder machen. Das ist korrekt, ja. Konnte ja keiner ahnen, dass sie das Einzige ist, die das überlebt hat. Warum ist die Jute gefesselt? Keine Ahnung. Du hast verdient? Okay, das war der. Ich frag schon einfach gar nicht mehr. Okay, also hier müssen wir auf jeden Fall teleportieren können, wenn wir im Lager sind. Ja, wir sind hier im... Genau, wenn wir rausgehen, wir sind im Gasthaus. Da haben wir uns dann auf den Weg gemacht zum Mond-Dings. Mhm. Also wenn wir das hier machen, wäre quasi die komplette letzte Folge für den Arsch. Yep.
Aber ich wette, wir schaffen den Kampf auch so. Ja, okay. Auf jeden Fall. Also, ich würde mich jetzt einfach mal zu diesen Türmen des Mondaufgangs da vorne mit euch. Geh mal hin, damit ihr wisst, wo. Und dann kommen wir jetzt von der anderen Seite der Brücke. Hier. Und da sehe ich sie schon. Da vorne stehen sie alle. Da sind sie alle noch da. Wo bist du denn langgelaufen, Dicky? Ich habe mich teleportiert zu einem Portal. Achso, welches? Türme des Mondaufgangs. Musste ich auch erstmal suchen, warte. Ich hab's nicht gescheckt, dass er sich teleportiert hat. Ich dachte. Ist gleich ums Eck. Der ist da hingelaufen, dachte ich. Traps, please. Na, und da vorne stehen sie alle. Da sind sie alle noch am Leben. Jo. Still alive. Jo. Na, und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir da jetzt hinrennen? Oh, müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren, dann latschen wir mal rein da, oder was? Oder, kannst du dich, vielleicht... Nee, warte mal, Pfeiler, bitte. Pfeiler! Warum rennst du vor? Weil ich gerade gesagt habe, dann gehen wir jetzt rein da. Ja, aber meine Idee ist, vielleicht macht sich einer unsichtbar und geht erstmal ein bisschen näher ran. Und dann wir ein bisschen weiter hinten ran, sodass er vielleicht versteckt ist und noch heftige Hits machen kann. Ist doch wurscht, wir wollen doch einfach nur gucken, was passiert. Na dann, go. Lass einfach reinrennen jetzt zu viert da und dann ist gut. Na guck mal, wie viele hier noch leben, Alter. 1, 2, 3. Deiner Katzi? Nee. Ja, ich bereite mich auch mal vor. Falls der Kampf gut ausgeht, ist mir es egal, dass wir die da hinten nochmal töten müssen. Okay, ich hab Katzi. David, welcher war der Richtige? Bei den Beschwörungen? David? Ich weiß es nicht. Mann. Eis. Na, der erste dann bestimmt. Ich hoffe, der erste. Na, das steht auch da. Zweimal zwei und es gibt einen Einser. Ich weiß doch nicht mehr, wie der heißt. Das ist doch auch egal. Unshackled from shadows. Shall rise in moonlit glory. And carve a path of brightness to the accursed one's second death. Oh, Kleine, was so saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Catherick on the rooftop. Ja, in the first line of defense are dead. Achso, du bist in einem privaten but Dialog. Storming the tower won't be easy. Drin, and if we wait too long, Catherick will gather his strength and retaliate. Deine Dryade und dein Dings können nicht mithören. Du musst auf deinen Hauptcharakter gehen. This is it. Dann sagst du das nicht vorher. The spearhead moment. You brought us this ich verzeih's dir. So how shall we proceed? Ja, Schalünchen. Hast du gerade ein Freeze-Bild oder was? Nö. 3-3-3! Sounds like something my scimitars would say. They'll strike true. Ich hatte noch nicht alles gelesen. See to it, you'll do the same. Lösen wir so ungeduldig. Bin ich jetzt auch nichts dafür. Oh, okay. Wenn einer sagt, spring von der Brücke, dann springst du, oder wie? Ja. In this light, wenn ich nur klicken muss. Okay, jetzt greifen wir die an. Wir wollten ja jetzt Verbündete, oder? Nee, okay. Siehst du, Yuzen weiß nicht mal, was time has come. Drei überhaupt... Doch, ich hab schon hätte aber auch peinlich sein können. Ich dachte einfach nur, okay, macht was ihr wollt, aber steht mir nicht im Weg, so ist okay. Ich hätte sogar Nummer 1 eher genommen, dann bleibt sie hier draußen stehen oder bleibt sie jetzt hier draußen stehen? Ja, ist doch perfekt. Ich hoffe, dass sie hier stehen bleibt. Na klar. Kann sein, dass sie jetzt hier stehen bleiben, ja. Ja, bei Aussage 1 wäre sie ja auch stehen geblieben. Ich glaube, das ist ihre Position so, sie muss hier stehen. Ja, aber auf jeden Fall sind die noch da hinten alle. Ja, naja, dann machen wir sie jetzt platt, würde ich sagen. Ja, oder wir schießen sie an, dann kommen sie hierher, dann können die uns hier unten helfen. Wir wollen sie ja wirklich weit vorne platt machen, ehe die hinten alle sterben. Richtig. Also ich bleib auf jeden Fall dann hier oben stehen. Gut, dann laufe ich jetzt nach vorne, oder was? Na, David macht sich wahrscheinlich erstmal zu einem Eulenbär. Ich schleiche erstmal ein kleines Stück rein, damit ich schon mal nicht so weit wegstehe. Aber jetzt mal, ich sag mal... Wir haben ja jetzt gesehen, die sind alle noch am Leben und der Kampf könnte so stattfinden. Ja, aber was machen jetzt ist die Frage, ja. Genau, also bevor wir jetzt hier anderthalb Stunden, zwei Stunden kämpfen und im Endeffekt feststellen... Dass wir wieder da sind, wo wir gerade schon sind.
zum Beispiel. Wir sind jetzt nur in einer anderen Ausgangsposition. Sie hat noch Überlebende. Vorher hatte sie so gut wie gar keinen mehr an den Leuten. Oh, und die stehen alle da unten, was auch sehr positiv ist. Ja, aber die vor uns hatten auch schon einen Speicherpunkt gehabt. Da war ja, weil wir von hinten an die Sache rangegangen sind. Aber dann machen wir die halt danach nochmal platt. Dann ist das halt so. Da kommen wir ja auch von der anderen Seite, denke ich. Genau, aber dann können wir jetzt die komplette letzte Aufnahme eigentlich knicken, oder nicht? Kann man, muss man aber nicht. Nö, warum? Ja. Wir haben es ja komplett anders gespielt, also. Ich sehe es ja als Angriff 2.0. Genau, so würde ich das in der Art ja noch nennen. Da sieht man wenigstens mal, was passiert, wenn du so oder so agierst. Hatten wir ja auch noch nicht. Ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht schlimm. Okay. Gut, wer rennt vor? Entweder gucken es die Leute, weil es denen interessiert, oder die sagen, die gucken denn die Woche nicht und gucken erst nächste Woche wieder rein. Dann ist das also. Ja, okay. Alles klar. Kann ich mitleben. Ja, ich auch. Ja, super. Darf ich vorrennen? Naja, ich will erstmal ein bisschen reinschleichen. Lass wir erstmal David zu einem Eulenbär machen, oder? Ja, ja. David. Oh, die laufen jetzt alle rein. Ja, lass dich. Die laufen alle rein. Okay. Aber wir sind noch nicht im Kampf. Weil ich hier noch an der Kante hocke. Aber ich wollte. Siehst du, also David ist ein Eulenbär, perfekt. Aussage 1 wäre gewesen, dass sie draußen wartet und wir hätten alleine gekämpft. Alter. Jetzt wird's heftig. Ist das gerade Shaolin gewesen? Nee. Alter, Faust Red hat alles abgeblockt. Okay, ich renne nach vorne einfach oder was? Okay, ich bin dran. Macht mal. Also ich bin im Kampf jetzt. Wurde automatisch reingezogen. Ja, Pylorus auch, ja. Und David sein Holz-Dings noch nicht. Ach, stimmt, da oben auf dem Balken hängen auch noch ein paar Leute ab, stimmt. Nicht vergessen, Leute. Ne, jetzt sind alle drin. David, hattest du vorher nochmal gespeichert? Nee, ne? Achso, nee, aber wir waren jetzt nicht weit. Ja, da schon wir hingelaufen. Ich glaube, das andere Gequatsche auch nochmal ausprobieren. Falls es schief geht. Aber die rennen eigentlich alle so hart nach vorne. Kann sein, dass die trotzdem... Ja, das denke ich auch gerade, aber wir gucken. Das ist ja nicht schlimm, wenn die da alle sterben. Hauptsache, die Olle hier draußen überlebt. Was, draußen? Die steht hier vorne. Die, Olle, die steht genau hier vorne. Das ist das Problem. Die rennt trotzdem rein. Die Lager-Olle ist hinter uns. Ja, Hyra ist steht da vorne. Ja, aber das ist ja nicht die, die das Lager macht. Die Lager ist hinter uns. Die steht nur unten an der Treppe. Da. Stimmt! Die Quartiermeisterin Tali war das, genau. Ja, ach so. Die steht draußen. Naja, aber die hier vor uns darf doch auch nicht sterben, oder? Nee, alle dürfen sterben, außer Tali. Ja, nee, schon Tali läuft da wieder unten in die Ecke. Ja. Oh ja, aber gut, die teilt erstmal aus. Wir warten mal. Ja. Ich wusste nicht, dass Tali hier unten mit abhängt. Ich dachte, die hängt da oben die ganze Zeit ab. Nee, die rennt da unten die ganze Zeit hin und her. Also, das heißt, die jetzt da drinnen sind, die können alle verrecken. Also, sollen sie nicht. Aber wenn es passiert, wäre es nicht schlimm, ja. Gut, dann renne ich erstmal nach vorne, würde ich sagen. Nee, warte. Ich würd vielleicht unten da auf dem untenen Plateau würde ich vielleicht einfach Dorn hinpacken. Oder ein bisschen. Warte mal, ich mache jetzt einen Feuerball, David. Okay. Nochmal einen Feuerball, ja. Ich erwische bloß nicht sehr viele. Ist die Frage, wer soll denn zuerst da gehen? Die hier. Auf alle Fälle die. Die beiden. Jetzt kann man aber sehen. Wenn du die erwischt, die beiden, dann ist cool. Die beiden Adepten, die müssen sterben. So als erstes. Versuch mal auch die drei davor noch mitzunehmen. Warte mal, ich treffe hier sogar sechs Stück. Das probiere ich mal. Nice. Ja, so passt das. No. Kann ich jetzt erstmal nichts machen, kann mich bloß mal ein bisschen... Obwohl, Jusen läuft ja vor mir weg, also passt das schon. Soll ich vor dir weglaufen? Ja, weil du in Angriff gehst dann. Also, du läufst vor mir entlang, besser? Ja. David, was machen deine alle? Also, ich habe überlegt, da Dorn hinzumachen, aber ich bin noch nicht weit genug. Also, beziehungsweise ich könnte sogar perfekt alle treffen, aber dann kann da keiner mehr hinlaufen. Oder wir warten, bis sie zu uns laufen. Na, du könntest hier unten ja Dorn hinmachen, rein theoretisch, weil ja, da komm ja hier ich oben nicht, drei müssen. Da komme ich nicht hin. Achso. Ich kann wirklich so, dass es perfekt auf den obersten Dreie drauf ist. Ah ne, nicht genug Bewegungsrate. Ja, jetzt, okay, es geht nicht mehr. Okay, ne, dann hat sich das erledigt, dann laufe ich dann nächste Runde weiter. So, okay. Mit meinem Eulenberg könnte ich mich auch nach vorne laufen. Ja, macht mal, ich bin gleich wieder da.
Also ich könnte dir bei diesen Dreierleuten diesen Wirbel machen, den ich immer machen kann. Diesen Mondlicht-Schmetterlingswirbel. Der gleißenden Schaden macht. Aber der bleibt doch ein paar Runden. Meinst du denn so an der Stelle da oder was? Und genau. Ja, klar, ich versuch's ein bisschen eher an die Säule zu gehen. Ja, mach so. Sodass es nicht zu viel vom Weg wegnimmt, aber das ist erstmal da. Achso. Immer noch nicht genug Bewegungsraum, was denn hier los ist? Ist schon zu weit gelaufen oder was? Ja, anscheinend. Ja, dann musst du wohl einen Fernkampf machen. Aber das. Der hat so viel. Die haben nur noch 8 gehabt oder so. Wir stehen uns wohl alle im Weg. Der Typ hat nur 8 gehabt. Okay. Warum gucken die eigentlich alle nach hinten, Leute? Die Leute hier. Oh, Fehlschlag, scheiße. Ich hab grad eine Fähigkeit weggemacht. Wie geht das denn? Hast du aus Versehen rausgezogen vielleicht? Das ist mir auch schon mal passiert. Musst du im Inventar den neu einfügen, Digga. Ja, aber bei dem Eulenbär ist das doch was anderes, weil ich da Na okay, da ist es. Aha, 6 Wund. Ausgerutscht, hat er sie auf dem Tochers gesetzt. Mal Howard der, zu zitieren. Der Wixi. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber gut, ich bin bei der Crowd. Ja. Die könnten sich bloß alle mal umdrehen, dass die mit dem Rücken zum Kampf stehen, das finde ich irgendwie komisch. Entweder kommt jetzt noch was von hinten, oder keine Ahnung, warum die alle mit dem Rücken zum Gegner stehen. Ja, hier waren doch vorher welche, die haben wir weggekillert. Bin wieder da. Jo, sehr cool. Kannst du was machen, Schaulinchen, oder? Cool, hier gibt's eine Dreierreihe, die du wegkillern kannst, oder einen von den zwei großen Bossen? Könnte auch. Eher die Adepten, oder nicht? Ja, meine ich ja. Das ist einer dieser Bosse, die ich meinte. Der eine hat nur noch 2. Das sind ja eher sowas wie... Naja, keine Ahnung. Also Tenten, ja, ich verstehe schon. Was macht David? Oh, spring mal hin, wenn's geht. Der eine hat nur noch zwei, ne? Ich bin zu weit weg, ich kann da nicht reinspringen. Na, dann mach kannst du hier vorne die 3 hier vorne? Das wäre cool auf die 3, ja. Der ist auch zu weit weg, der steht ja hier noch hinter der Ecke. Ist das possible? Ja, wenn er nicht laufen kann, dann nicht. Na, wenn nicht, dann mach doch eine Aktion, dass du noch läufst. Du musst ja nicht springen. Du hast doch auch die Aktion Sprint. Ja, stimmt, hast recht. Sporten heißt es. Oder Sporten, ja, dann sportest du halt da vorne hin. Ich sporte hin, Junge. Was machst du da? Kannst nicht laufen? Nee, das. Da kommt denn durch! Oder musst du kacken? Alter, sehr schön. Kannst du jetzt nochmal angreifen? Natürlich nicht. Cool. Was ist denn jetzt als nächster der Engel dran? Ich kann noch ein Stück laufen. Obwohl ich ja nächste Runde da unten Dorn mache. Versuche in der Nähe einfach bei uns zu bleiben. Ich glaube, hier passiert etwas Großes. Hier passiert etwas Großes mit den NPCs, glaub mir. Oh, ich glaube, ich bin da durch. Hier geht weiter, gleich wenn wir Zuschauer eines kommt ein Feuerball Movement, Alter, wirklich. Wir werden sagen so, boah, krass. Hätte ich nie dran gedacht. Ein Lichtblitz auf, ein Meteor stürzt auf die Erde. Genau, oh, der Planet ist gespalten. Juhu. Wo war denn das? Big Bang. Big Bang Theory. Tour in der Half-Man. War doch Alan, der an dem Kampf. Ah, nee, stimmt. Ja. Oder? Stimmt. Weil er, wo er das Buch geschrieben hat. Oder schreiben wollte. Ah. Ja, genau. Aber Big Bang Theory hätte es auch gut gepasst, irgendwie, wenn sie D&D gespielt hätten oder so. So, dann ist nur Alex dran, ne? Danach die Bösen. Jo, Charlene, was machst du? Weil ich gerade. Kannst du einfach von den 3 oder von den 2 noch? Nee, die 3 nicht, weil die sind in der Leiste ja nach den ganzen Grünen dran. Ne? Also die werden das sowieso nicht überleben, hoffentlich. Ja, den 2er Adept kriegst du doch hin vielleicht, oder? Ja, aber ich wollte eher den 33er Adept vielleicht töten, wenn ich es geschafft hätte. Schaffst du es vielleicht?
Das war ja gerade das, was ihr geguckt habt, Jus. Und was hat der gucken gebracht? Ich hab ihn leider nicht. Cheat! Der macht jetzt Wahlwechsel. Es gibt einen Typen, ne? Einen Streamer, der versucht, ohne lange und kurze Rast das Spiel durchzuspielen. Er hat es bis jetzt, Stand aktuell, geschafft, das erste Kapitel so weit zu zocken. Bis ins zweite rein. Plus A, weil er diesen geil, Todesschutz Alter. Hat, oder was? Ja, Todesschutz. Aber jetzt kann er wenigstens sterben. Okay, cool. Der ist weg. Gut, dann bin ich ja gleich mit meinem Hobbit dran. Aber der andere Peter hat ihn auch noch, den Todesschutz. Fuck. Und der in der Mitte hat ihn... Gott sei Dank. Irgendwie mögen die keine großen Tiere. David hat gut getankt. Gleich eine kleine Werbung. Ah, ich hätte doch nach vorne gehen können, weil nächste Runde kann ich brüllen und dann. Was ich gerade denke. Pfeiler, musst du nicht dein Gnome-Dings? Aber ich kann an keinem vorbeilaufen. Ja. Ach so, ja, hatte ich auch das Problem mit dem Weitling drüben. Kannst du da drüber springen? Nee. Ja, springen. Oder? Doch, springen oder gehen? Springen? Doch, der Typ kann springen. Okay, gut zu wissen. Nee, das ist Spurten. Alter, das ist Spurten. So. Nicht springen. Wie weit kann ich denn hüpfen? Bin bis an die drei Boys ran. Na, dann kannst du nach dem Springen noch diese eins von dem... Ja, da kannst ja, du springen. Ist gehen. Eine Bonusaktion, war. Ja, dann kannst springen du noch angreifen. Aber ansonsten klatscht den weg, der noch steht, dann springen wir ab. Ja, gut. Weißt du, der noch steht? Kannst du den ja klatschen? Ich überlege bloß, mit was ich ihm gerade eins überziehe. Und wie viel hat er noch? Hat noch ordentlich. Ja, dann macht das One Sword. 23, 40. Ja. Was sagt das andere? Oh, 40, ja, okay, dann ist er egal. Daneben! Sehr gut gemacht, mein Feuerzwerg. Wen schütze ich jetzt denn? Alles gut, Relas. Du bist beinahe Bus. Nochmal David. Nochmal David. Ich sehe danach auch wieder Igel. Hat ganz viele Stacheln. Yeah. Ja, den kann ich ja immer machen, ne? Nee, aber nicht auf die. Okay. Achso, doch. Hätte ich doch machen sollen. Nee, ein Gegenzauber, scheiß drauf. Das ist so cool. So. Ach so, der Typ. Der Jünger, der hat einen Gegenzauber gegen den Zauber von dir gemacht. Das jetzt kannst du, ja. Das kannst du immer jetzt. Nice, der ist tot. Alter, wir sind ja eine Mauer, das ist voll scheiße. Wir müssen jetzt eigentlich immer alle über die anderen rüberhüpfen, damit wir nach vorne kommen. Aber naja. Aber die hauen einen Kopf jetzt hier. Ja. Kleinvieh macht auch Mist. Aber macht gut Mist. Hat gut dem Typen was abgezogen. Okay, stark. Nice. Okay. Alter. Was haben die denn für Waffen oder warum explodiert das nochmal? Okay. Also ich bleib hier oben, wie gesagt, stehen. Ich brauche mich hier nicht bewegen. Kann ich mal unten down, ja. Oh, alles gut. Nee, ich dachte gerade, die Dorn gehen kaputt, wenn du da einen Spell drauf machst, aber sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also, ich würde mich sonst mehr auf die hier unten konzentrieren. Wir sind nicht entweder die noch hier in der Ecke stehen. Ja. Oder den Dude, der hier halt steht. Und ihr macht den hier vor uns platt, oder was? Welchen? Na, den da vor David. Der ist ja erstmal eigentlich mit am wichtigsten. Dann guck ich mal, was Dick machen kann. Gucken wir mal, was hat er? Er ist gegen Feuerresistenz. Also Feuerattacken kann ich schon mal bei ihm vergessen. Was ist mit ihr hier? Gar nicht, die könnt euch so aufs Maul. Was ist mit euch beiden? Ah, scheiße, ich hab das Rote nicht gesehen. Nein! Oh Mann, ich.
Ich wollte nicht klicken. Ich hab's David, willst du hier bleiben bei dem? Sonst würde ich so einen Schmetterlingsangriff bei ihm machen. Bei dem Mama. Dicken hier. Bei diesen Adeptorike Stufe 8. Oder ich mache einfach so, ne? Das hat gekracht. Ich überlege gerade, ob ich nicht. Alter, die sind ja eingefroren. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich kann die oben anspringen. Ich überlege, ob ich die oben weghaue. Kannst du den Dicken da unten nicht einfach anspringen und dann nochmal einen extra Angriff machen? Ja, das geht auch. Stimmt, das ist richtig. Aber wenn ich ihn hitte, fliegt er nach hinten. Mach ruhig, ich würde den hier vorne gerne mit diesem Schmetterlingsangriff machen, dass dieser Schmetterlingswirbel erstmal ein paar Runden ist. Ich liebe Flächenattacken. Was kann ich mit. Warte kurz, lass mich erstmal springen. Lass mich erstmal springen. Ja, ja, du musst hier weg auf jeden Fall erstmal. Ich sehe den nicht. Ich werde den 47. Klick oben das Bild an. Aber mach bei euch ganz ehrlich, bleib lieber hier stehen. Ach Mann. Okay. David? Kann mich nicht verpissen. Aber die haben mich jetzt gehittet. Jetzt kann ich mich doch verpissen. Ich frag mich, ob die Gegner jetzt alle in die Dornen laufen. Okay, perfekt. Also die. So, jetzt kannst du deinen Chess-Metterlings-Angriff machen. Sehr schön. David steht hier oben und macht die fertig. Das ist auch gut. Der kann jetzt sterben. Das wäre schön. Yo. Also, stirb. Ah, der Kampf ist so wesentlich einfacher, Alter. Erst recht, weil ich auch alle meine Zauber noch hatte. Ohne, dass der andere dich haut. Nee, angreifen kann ich nicht, weil ich habe diesen Wirbeldings gemacht. Ich überlege gerade, wo ich langlaufe. Kannst du nicht groß laufen, glaube ich. Du stehst doch hoch in der Wolke da drin, oder nicht? Ja, aber ich glaube, mir machst du keinen Schaden. I will try. Mal der Typ greift mich an. Dixer! Stimmung, David! Nicht so viel quatschen, sonst höre ich alles doppelt und dreifach. Mein Streamer. Der Dicke. Der wird auf mich gehen, glaube ich. Komm auf mich, du Hundus. Ja. Zu eh gleich tot. Alter. Irgendwie haben alle was gegen Pfeiler. Pfeiler hat irgendwas in diesem Spiel gemacht, das alle Leute. Okay. Ist ein Verbündeter, okay, cool. Einfach schwarz. Hat das Schaden gemacht? Nö. Nee, hat nur verlangsamt. Ist okay, bitte bleibt entspannt, Alter. Na gut, wenn jetzt eine fette Feuerkugel kommt, dann haben wir ein Problem. Da kommt nix! Warum machst du mit dem Teufel an die Wand? Was ist denn los mit dir? Kümmer du dich um die da oben, du schützt doch da oben ab, oder? Das geht's nicht. Ja. Bitte mal runter, bitte. Lieber David. Mal gucken, was liegen da oben. Ah, okay, ich schieß woanders hin. Lächerlich! Ich hab nur ein Kaffee leben. Ey, Kollege! Musste das sein? Yes, yes, ja. Cool, ja. Du musst aufpassen, das ist jetzt alles hier eingefroren um euch rum da unten. Ja, ich sind eh dran, da würde ich nicht empfehlen, den zu laufen. Aber wir haben ja nicht mehr viele. Drei Stück noch vor uns und die zwei oder drei da oben, ne? Die fast tot sind. Peter ist weg. Ja, das ist auch wichtig, Alter. Es gibt immer Opfer. Ist wohl wahr. Ich kann jetzt den. Ich kann den Jünger killen wahrscheinlich. Und dann versuch du es zuerst. Dann warte ich kurz auf uns. Ja, der ist gut. Ja, dann sind's. Oh, da hinten ist Verstärkung gekommen, Leute. Ja, ja, da sind ein paar. Ja, ja. Mal gucken, ob ich da. Ah, bist da nicht. Komm, ich bist da nach hinten? Nee, gut nicht. Muss mich erst teleportieren. Jetzt geht nicht wegen diesen Dorn-Dingern. Na, sonst geh ich oben zu David mit ruf. Oh, mit
Nebelschritt oder so. Ja, genau, wir machen nochmal einen Einsatz. Sind noch drei, muss aufpassen. Nur dann kümmere ich mich mit dir erstmal um die drei, die anderen müssen ja auch erstmal hier runter reinlaufen. Also kümmert euch um die da oben, ja? Dann probiere ich mal was. Ja, ich darf dir ja nicht im Weg stehen, den hast du runtergepanscht, gut. Dann stell dich nicht hier oben in die Mitte. Nice. Geil, ich kann noch einen Zauber machen. Ich kann die da unten richtig ficken. Runtergefallen. Jo. Was mache ich denn da? Achso, Pilot, du hättest. Nee, du bist nicht drin. Also, du wirst mir jetzt nicht angezeigt, dass du drin bist. Okay. Jo. Okay, ich bin schon mal ein Stück weiter voraus. Nächste Runde ist meine. David, du hast aber nicht mehr ganz so viel Leben, ne? Also wenn du jetzt so irgendwo reinspringst und die dich hitten, dann bist du ohne deinen Eulenbär-Gestalt da drin. Kann irgendjemand eine Feuerattacke machen? Ich habe mir gerade 12 Leben gegeben. Ja, aber das sind auch nur 15, die machen ganz schön Damage. Ich würde dir raten, nicht irgendwo groß reinzuspringen. Nee, ich bin jetzt eh fertig. Na, ist doch Sinn. Letztes Mal bist du ja in die Gruppe gesprungen mit 10 Leben oder so und dann standst du da nackig. Ja, ich kann mir ja auch wieder verwandeln. Ich habe ja noch ein Verwandlung. Okay, Feuer kann ich erstmal vergessen. Hast du das, ja? Denen. Bist du sicher? Na, Eulenbär oder was anderes? Der Ente oder so? Dann können wir auch eine Katze verwandeln. Die würde hier nicht so viel bringen, glaube ich. Pfeiler? Ja. Kannst du den neben dir da töten? Den. Könnte ich. Könnte aber auch da hinten zumachen, wo die gerade in der Tür stehen. Meinst du mit zumachen? Hier. Ach, die Dolchwolke da zum Beispiel. Ja, das passt genau in den Durchgang. Dann würden sie das mal Schaden kriegen, ne? Wenn sie nochmal durch die Dornen da laufen. Ja, da müssen sie ja. Anders kommen sie ja, glaube ich, nicht zu uns. Naja, aber das sind zwei sind Fernkampf, ne? Also ist die Frage, ob die groß laufen. Die dicke, die 96erin. Kann auch eher so machen, Alex. Ja, dann lieber. Dann treffe ich nur die hinteren, aber. Oder nur die beiden, die jetzt. Ja, ich weiß nicht. Nicht bei dir im Stream drin, warte. Ja, ansonsten wäre Eis halt noch Premium. Ja, aber ich habe die große Eisattacke, kann ich nicht. Das ist eine Vierer, David. Achso, okay, nee, das. Nee, weiß ich ja nicht. Die geht leider nicht. Wäre das dann eine Dreier? Das wäre mega. Davon habe ich noch Dreier. Kannst du nicht die Feuerkugel da spawnen? Die vorne ist. Hält gut Feuer aus. Achso. Achso, die ist Feuer. Ja, deswegen bringt das Ganze. Also Eis oder Dolchwolke wäre theoretisch so das Ding. Die Kugel könnte ich natürlich auch machen. Das geht auch in Eis zum Beispiel. Oder halt chromatisch, also Schallschaden. Da haben sie alle keine Immunität oder sowas gegen, könnte ich auch machen. Die macht ein bisschen mehr Damage. Vielleicht auch hinsetzen. Die verbauen uns wenigstens nicht den Weg. Also wenn wir da lang müssen, die Dolchwolke, die hält halt eine Weile, ne? Das ist richtig. Aber weiß nicht. Ich guck grad nur, ob sie irgendwo anders durchlaufen können. Ja, aber hau die Wolke da einfach hin. Ja, David, naja, aber so viele sind es jetzt aber auch nicht mehr, ne? Also. Das sind 4 Stück. Und wenn die was machen wollen, müssen die, glaube ich, trotzdem zu uns laufen. Wie gesagt, die anderen dicken Zauber. Oder du hau einen dicken Feuerball rauf. Der bringt halt doch nicht viel, die Olle da vorne ist doch fast immun dahin. Du ignorierst doch Resistenz. Ja, du ignorierst doch Feuer. Ach, ja, stimmt. Und dann haust du auf die hier vorne einfach, zack, ignoriert und gut ist. Beziehungsweise, oder auf die 27, dann ist er gleich weg. Also ich nehme die da alle mit, alle 4 hinten. Achso. Oh, na, dann easy go. Denk Ticket! Ja, perfekt. Tot. Ja. Oh, und kein Feuer ist mehr da, das war nicht mehr. Sonst hätte ich den noch runterschubsen können. Schade. Na gut, dann bleibe ich einfach stehen. Die Frage ist jetzt, diese Dorn da, die kannst du. Keine nächste Runde umsetzen. Endlich. Was richtig Rinne zimmert hat der Zwerg. Die wollte ich demnächst auch weiter nach hinten setzen. Na, oder du machst sie erstmal weg, weil wenn die alle da laufen und durch die Dornen rennen, dann nicht, dass die sich töten. Ich glaube halt nicht, dass sie so doof sind und durch die Dornen rennen. Ja, aber die wollen ja zum Gegner. Ja,
aber die sind ja nicht dran. David, das ist KI. Und die andere ist auch reingerannt hier in ihr Verderben. Die werden da durch die Dornen rennen, höchstwahrscheinlich. Deswegen. Gut, kann man nicht. Und wie gesagt, zwei von den Vieren sind ja Fernkampf. Kannst du jetzt Puma? Jetzt ist ein Puma. Ah, die kümmern sich erstmal großteilen. David kann. Ach, David, sag ich schon. Genau. Yuzen müsste seine Schmetterlingsdings da wegnehmen. Ich weiß nicht, wie das geht, Dicky. Wenn du auf dein Profil klickst, unten links. Das ist ein Streamer kurz. Und unten links neben deinem Charakter. Also in der Bubble hast du doch deinen Charakter drin, wo du Leben drin steht. Und unten links davon müsste es sein, oder? Ja, genau. Warte, ich streame kurz. Bevor jetzt irgendjemand was macht. Ich rede doch gerade mit David. Hast du schon angegriffen? Ja. Achso, okay. Wer macht denn den hier oben Platz? Soll ich das jetzt machen oder soll ich die anderen mit da unten angreifen? Weil ich könnte vor die Ranken packen und dann sind die halt im Nachteil. Ich hab mit meinem krassen Angriff schon angegriffen, also ich brauch nicht mehr. Ist egal. Ich hab euch jetzt Platz gemacht, dass ihr da vorbeikommt. Dann macht ihr erstmal kurz Ranken und das kann sie ja jederzeit wegmachen. Don't waste a step. So, hier vorne war keiner mehr zum Angreifen, war? Nee, so nicht. Ah, hat nicht funktioniert, scheiße. Ich wollte ihn noch runterschubsen. Ja, den auch wenn du es hast, aber ich schub's mal kurz weiter in die Kranken, den vor mir. Wenn's hier was bringt. Heiler, haust du den hier oben weg? Also, dann würde ich halt schon mal runterspringen zu den drei. Naja, machen wir so, Digi. Gib ihn einfach Standardfeuer, oder warte mal, Schallwelle kann ich ja auch machen, dann fällt er runter. Aber im besten Fall nee, Schallwelle hebe ich mir auf. Feuerball ins Gesicht! Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ah, du hast die Schubsen können vielleicht nochmal. Habe ich davor versucht. Ist aber leider fehlgeschlagen. 60% hatte ich. Nächste Runde versuche ich es wieder. Erst schubsen, dann angreifen. Schön, das ist nur noch David. Sie liegen! Erinnert's tot. Ja. David ist ein Mörder. Na, der hier wird Erdeproblem sein. Ja, genau. Ja, schade. Nice. Ah, er liegt auch. Nee, er steht wieder auf. Der hat immer noch Totenschutz, ne? Ja, ja, aber dieser Adept, der kann diesen Level 4 Dings beschwören. Da kannst du. Ja, genau, das dachte ich. Mich vielleicht beschützen. Hab ich doch gemacht, Digi. Aber das war bloß die Rückschlagattacke, nicht der Schutz. Achso. Ja. Droht Rückschlagattacke, blau Schutz. Ist egal, ich kann mich verwandeln. Oder ich mache einfach Heiligtum auf mich, dann chill ich auch. Du hast auch gutes Leben, also von daher ist okay. Ja, oder du läufst einfach da von da oben wieder zurück. Du musst ja jetzt da nicht unbedingt aktiv in der Front kämpfen. Naja, klar, natürlich. Das ist mein Schwert, was ich in der Hand trage. Mit dem. Ja, das ist der Witwenmachen. Ja, machen. Ja, also das ist einfach ein Ast, der vom Baum gefallen ist, oder was? Aber ich komme nicht dicht daran. Scheiße. Dann ist nicht umsonst so. Kann nichts machen. Okay, also wir können auf jeden Fall David bald vom Friedhof holen. Warum steht denn der wieder auf? Kann er sich mal wieder hinlegen? Er wollte halt einfach nicht sterben. Siehst du, alle gut. Alles gut. Ja, alles wunderbar. Siehst du, jetzt ist er mental erschöpft. Ja, jetzt ist er kaputt. Gleich hast du ihn gebrochen, David. Gleich hast du ihn gebrochen. Warum hat der meine Leben halbiert? Gegner, die weglaufen, mit dem Rücken zu einem stehen bleiben, die mag ich. Jetzt kommen sie alle. Und stellen sich da in einer Reihe auf hinter Yuzen.
Du machst es schon, Jusen. Wir warten hier auf dich. Rückendeckung. Ja. Ey, und treffen können sie auch nicht. Na, ja, doch. So, bevor du irgendwas machst, Jusen, warte mal bitte. Okay, was denn? Sorry, Mach rein. Lisan! David, soll ich dir helfen, oder? War es falsch? Hab ich schon alles falsch gemacht in deinem Plan? Also. Ich denke, die hier unten kommen alle klar. Ich wollte nach oben gehen, da wo der Kampf stattfindet. So mach, was du machst, Jusen. Ja, aber sonst sag, sprich jetzt sofort. Nein, alles gut. Mann. Du nur wieder. Na. Tut mir sorry, David. Can't slow down. Vielleicht nächstes Mal. Für mich hier oben auf dem Balken voll wohl. Als Magier. Alle stehen unter mir. Oh, David macht den Panther. Kannst du auch angreifen, oder? Aber der Bär soll eigentlich das Geilste sein, David. Der Bär? Der Eulenbär oder der normale Bär? Oh, ich hab gehört, der normale Bär soll richtig imbar sein. Ich hab noch keinen Bären. Oh. Dann. Ja, ich hab gesehen, das Viech hat auch 45 Leben und ich konnte die Spells nicht. Aber gut ist. Ja, die meisten spielen, glaube ich, den Bären und den Eulenbären. Alle anderen Tierformen sind dagegen halt eher ein bisschen nachteilig, weil die nicht so viel Leben haben. Kannst und nicht du so noch viel ja, ich habe gerade überlegt, ich bin auch noch bei der zweiten Eulen drin. Aber sie haben den Dachs gepatcht, David. Ja, aber der hat nur 23 Leben. Ich glaube, der haut. Das stimmt, aber der kann dafür jetzt rundum Angriffe machen. Wir gucken der Killerkatze zu. Warum komme ich nicht rein? Ich glaube, er würde nach vorne. Eigentlich hast du schon ein Messer an der Schulter, doch. Vielleicht schon abhacken. Merkst du das nicht, wie er hier rumfingert? Ich weiß nicht, gleich den kleinen Finger ab. Den kleinen. Spielst du jetzt mit durch, wir warten jetzt nur auf Jusen. Achso. Ich habe mal kurz nachgeguckt, diese Tali ist weg, ne? Die steht immer noch draußen. Nee, ich habe gerade geguckt bei den Treppen. Diggi, das ist zu weit außerhalb von deinem Sichtradius, da verschwinden die Leute. Aber die war in der Kampf-Rage drinne. Nee. Du bist zu weit weg, du siehst sie einfach nicht. Die steht da unten 100 Pro noch. Doch, da so. Ich sehe einen leichten Schatten. Da steht sie. Ich sehe sie sogar noch. Okay, Ich denke, dass du da vor dem Typen stehst halt, ne? Ich dachte, du bewegst dich noch ein bisschen. Ja, warte, Jusen, ich bewege mich noch ein bisschen für dich. Kriegst du doch auf die Mütze. Ja, stimmt. Ich guck gerade, ob ich mich irgendwo. Nix aus Bewegos. Ist besser. Oder doch aus? Pendoros? Pendoros? Besser für dich? Ja, geht schon. Stell dich in die Ecke, Digga. Also mehr kann ich dir nicht anbieten. Ich er steht da mit dem Arsch an der Wand. Ja, genau. Och, Mann, Jusen, Alter. Ich hab auf den geklickt, ich schwöre. Mann, nimm die Leiste oben, Jusen, wenn's zu eng ist. Mann, es war nicht eng. Ich hab doch auf ihn geklickt. Na doch, wenn wir zu dicht an den Gegnern dran stehen, dann klickst du auf den Gegner und der ist rot umrandet, aber du greifst trotzdem deinen Verbündeten daneben an. Das ist mir auch schon zweimal passiert. Nein, mach's nicht. Ich hab's verdient. Okay. Haut der jetzt ab? Ja, fliegt nicht. Der hat Angst vor der Katze. Soll da hoch. Ah, deine Monddings da. Stimmt. Wie viele Züge waren es jetzt ungefähr? Du, Alter. Fünf. Also 5 Züge ungefähr hält mein Mondschein Dings am Ufer. Der hat sich unsichtbar gemacht. Nee, der ist wirklich gesprungen einfach. Die Wärterin, ja. 10 Züge unsichtbar, ja. Kommen die Bogenschützen alle nach? Ah, die gehen wenigstens ein bisschen taktisch vor. Die Bogenschützen kommen immer erst zum Schluss nach. Das finde ich schon mal gut. Ich hätte gedacht, die rennen nach vorne und sterben einfach alle. Darf ich Jusen? Nein. Killer den Typen weg. Der vor uns. Ja, stehen alle unten rum, wie soll ich denn da? Kann er nicht hin. Na, oder kannst du hier. Ah, ne, das ist nicht. Ich weiß nicht, was der hier.
Schade. Okay, dann hau ich den um, ja? Ich versuch mal, ihn zu treffen. Bitteschön. Wow. Jetzt müssen wir noch den Unsichtbaren suchen und der abhauen will. Oder ist der schon durch die Tür gegangen? Der ist durchgegangen, nee, oder nicht? Nee, der steht da noch. Kleine Bastard. Hat. Ja, hat. Da ist er. Wo ist er? Da bei der Tür, wo ich jetzt hinlaufe. Soll ich da hinlaufen? Da, Alex. Ja. Achso, der komische Adept. Ich dachte, die Unsichtbar. Ja, die Unsichtbar. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Hier ist er gestartet. Wo? Da. Steht genau vor mir. Entweder okay, ist er an uns vorbeigelaufen zu euch hin oder sie ist nach rechts gelaufen oder hinter uns. Also, hat gesagt, sie steht direkt vor mir. Na, dann gib ihr Packung. Naja, ich sehe sie halt nicht. Kein Ziel. Ist halt als Magier cooler. Ich könnte einfach trotzdem Feuerball hinschießen und würde sie damit treffen. Hat irgendjemand, der noch nicht dran war, hat irgendjemand. Warte mal. David? Du hast kein Elixier getrunken, oder? Bis jetzt? Nee, ich glaube nicht. Wieso? Kannst du dich da bewegen gerade? Wie bewegen? Na, kannst du zurücklaufen? Du hast ja eh nur 4 Leben. Du nimmst jetzt da in dem Kampf, glaube ich, nicht mehr teil, oder? Nee, ich überlege gerade, ob ich mich heilen muss wegen der Blutung, die ich habe. Ja, okay. Wenn du dich heilst, kannst du noch eine Bonusaktion machen? Ich habe einen Trank, womit du Unsichtbare siehst. Ein Elixier. Wer ist denn bei mir drin? Bin gleich wieder da. Aber Yuzen kann doch Unsichtbare so sehen, wegen seinem Auge. Ja, aber Yuzen soll ja da oben die Adepten und so töten. Du hast kein Elixier auf dir. Gerade. Ich heil mich. Hab's ja reingepackt. Mach was raus. Aber Yuzen müsste den eigentlich mit einem Hieb umhauen. Wenn wir die Olle immer noch nicht kriegen, kann sie Yuzen auch noch danach platt machen. Blutung gestoppt, David. Ins Leere. Würde ich mal sagen, steht sie nicht mehr vor uns. Gesehen. Ja, schade. Beim Montag. Ja, auch ein bisschen blöd, wenn man erst läuft und sich dann unsichtbar macht, anstatt sich erst unsichtbar zu machen und dann zu laufen. Also kann ich jetzt, muss ich, soll ich jetzt zu euch laufen oder soll ich weglaufen? Bei Yuzen wird den da hinten alleine platt machen können. Kannst du zu uns kommen. Wie gesagt, wenn du kannst den Trank noch reinpfeifen, vielleicht siehst du sie ja. Und, aber hab dadurch ja können wir sie nicht sehen. Achso. Ist zweimal gelungen, aber ich kann sie immer noch nicht sehen. Ja, die hat den Rettungswurf geschafft. Na, ja. Ah, okay, also es ist negativ, okay. Da passt. Da soll sie stehen. Ja, du kannst ja auf die andere Seite von ihr gehen und dann quasi diesen AOE-Hitzeschaden machen, sodass du Alex vielleicht nicht triffst. Pfeiler. Ja? Na, musst du gucken, dass du ihn nicht triffst. Da soll sie stehen. Laut Bildung. Ich treffe Alex nicht. Na dann, hau raus. Siehst du? Ah, unsichtbar. Kriegt jetzt mal gleich noch einen auf den Deckel. Schade. Ja. Quasi brennt. Alter, ich will den scheiß Bogen von ihr haben. Hat der übelst Blitzschaden oder sind das die Blitzpfeile? Ich glaube, das ist Magie von ihr. Ah, oh, okay. Die hauen sie jetzt tot. Klug! Hat es gerade gemacht. Hat sich jetzt der andere bei Yuzen auch unsichtbar gemacht? Nee. Nee, doch, einer stand da noch, der hat sich unsichtbar gemacht. Nee, der ist nicht mehr in der Leiste oben, der ist gestorben. Ah, okay. Entschuldigung. Nee, dann. Kann ich ja von hier aus eh nicht viel machen, dann loot ich schon mal die Leiche hier oben, damit wir nicht hier hin müssen. Wir müssen keine Adepten und alle anderen Leichen.
Oh, wenn ich durch die Tür zaubern könnte. Ich hab hier voll das Loch. Hätte er die Tür geöffnet, würde ich ihn erwischen, Alter. So eine Scheiße. Oder ich use ganz die Tür aufmachen, wenn du bei ihm stehst. Weil der hat noch einen, der Hund. Kannst du die Tür aufmachen, Jusen? Bei ihm, wenn du an ihm dran stehst? Ja, nice. Warte. Müsste eigentlich klappen, oder? Nee. Dann machen wir einen kleinen Flächenangriff. Er hat nur noch einen, hast du gesagt, ne? Ja. Scheiße, reicht auch nicht. Warum normaler Feuerball nicht reicht, das ist voll scheiße. Also der unten war jetzt tot. Das heißt nur noch der bei. Hä, wo ist mein Overlay schon wieder hin? Ah, hier, jetzt. Ich treffe ihn doch nicht ganz. Warte mal, kann ich vorher noch springen? Nee, springen geht nicht. Bist du schneller, David, und machst ihn platt? Nee, ich komme nicht an ihn ran. Aber Alex, oder? Nee, Weg ist unterbrochen. Okay. Obwohl, dafür opfer ich jetzt keine Zauber, dann ist es ideal. Können Alchemisten Feuer auf ihn werfen, aber den treffe ich wahrscheinlich usen. Oh ja, das könnte ich auch versuchen. Aber das macht AOE. Ah ja, aber ich muss ja bloß gucken. Ich habe ja einen Winkel, wo ich treffen könnte. Muss bloß gucken, dass ich den Usen nicht treffe. Scheiße, ist was im Weg. So ein Mist, schade, hätte ja klappen können. Jetzt versucht Alex sein Glück, aber das wird nicht, war Digi. Müsstest du eher durch die Tür durchwerfen können. So dass es erst hinter der Tür explodiert. Oder versuchst es gegen eine Wand zu schmeißen und dass es nur runterläuft. Weiß ja nicht, ob das geht. Sorry, Jusen. Ist schon okay. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Hat doch funktioniert. Dann renn mal da raus. Aus dem Feuer. Bleib da nicht dran stehen. Jetzt mal das nehmen. Halt er mich auf? Ja, halt dich. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Okay, ich könnte hier oben lang laufen. Sollte ich das vielleicht mal tun? Das war ganz schön duster. Ich nehme erstmal Dings in der Hand. Wie war die Kurzwahl für die Fackel? T? There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Ach ja, stimmt. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Alter, Jusen, ich habe eine helle Bade für dich. Wahrscheinlich. Eine helle Bade? Ja. Was heißt das? Ein Stab mit der Axt dran. Oh, okay. Hier guck ich mir gleich mal. Ich bin gerade erstmal selber noch am Looten hier. Ich glaube, hier und da werde ich schon was Gutes finden. Ich gehe mal an den Händler ran. Dann könnte er mir erstmal den ganzen normalen Stuff reinhauen. Ich loote gerade erstmal die Dachbalken ab. Und dann mache ich das gleich. Ja. Ersten Raum habe ich schon. 2000, mal gucken. Mal weiter. Die Elixiere. Okay, geht's doch nur eine Wurzel, wo ich mit aufs Dach komme. Aber ich glaube nicht, dass das interessant ist. Ich bin voll. Ich bin halt an der Treppe hier vorne, aber irgendwie sind halt alle tot. Seid ihr sicher, dass diese Talie noch lebt? Da. Ich habe eine sehr schwere Zweihand-Axt gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die schon tragen kann. Riesenspalter. Schwing deine Waffe mit aller Macht, du kannst mehrere Ziele angreifen. Gerätst du hier doch aus dem Gleichgewicht. Also bevor ihr mir jetzt irgendwas reinpackt, bitte
erstmal vorher Bescheid sagen, ne? Weil ich klick mich jetzt hier durch. Nicht, dass ich irgendwas verkaufe, was ich nicht will. Mondaufgang Wächterschlüssel habe ich dreimal gefunden. Hast du wohl dreimal den Mondaufgang Wächter? Oh, ich habe hier eine Wahrnehmung bei mir oben auf dem Balken. Aber vielleicht ist es auch unter mir, ich weiß es nicht. Achso, ich speichere jetzt erstmal. Okay, dann merke ich es mir. Für beide, Dicky. Oder Wii oder. Na, du lass mich erstmal verkaufen, danach. Ist bei dir eine Wahrnehmung, Jusen? Nee, ne? Nee, hier ist gar nichts. Na, dann ist die wirklich hier oben bei mir. Du bist über mir, okay. Ja. Okay, kurz mal ins Inventar kicken. Von hier kamen wir, alles klar. Da haben wir hier schon mal alles. Aber ich bleib hier oben an der Ecke stehen, wo ich die Wahrnehmung hatte. Vielleicht kriegen wir die ja noch. Ganz ehrlich, mein Speer ist schon mal besser. Mit 7 bis 19 Schaden und der macht nur 5 bis 16. Ihr helle Bade der Wachsamkeit? Nee, sehr schwere Axt. Sehe ich gerade bei mir im Inventar. Wenn die schlechter ist, kannst du die verkaufen. Wo ist denn diese, was die Reste Axt? Du kannst mir alles ins Inventar packen, ich stehe vor dir. Ja, aber diese andere Waffe, die ihr meintet. Die hab ich noch im Inventar, Jusen, die hast du nicht. Oh, auch 7 bis 19. Ich nehm die mal rüber, ja? Ja. Und nimm die weg. Peiler, ich hab ein lilanes Amulett gefunden. Guck mal, ob das was für dich ist. Mhm. Zauberplatzregeneration. Das ist immer sehr gut, ja. Als Klassenaktion. Vielleicht kannst du da bei einer kurzen Rast einen Zauberplatz auffüllen. Stufe 4 vielleicht sogar oder so, weiß ich nicht, was da geht. Stufe 4 wäre der Hammer. Ja, und das mit jeder kurzen Rast, das wäre ja schon mega. Ja, muss ich bloß gleich mal auch noch, mal Schlüssel gebe ich dir auch. So, habe ich dir alles gegeben und du hast die Kette da für mich. Was ist das hier, das ist ein Ring? Das ist eine lilane Kette. Also so ein rosa Gegenstand. Schon dran vorbeigeguckt. Ja. Ist halt die Frage, ich habe immer noch diese intelligente Kette um, ne? Aber ich lege sie einfach mal ab und nehme mal die. Ich kann ja mal kurz ins Lager gehen, Sachen ins. Ah, kann ich nicht. Also. Durch Erdnick. Cool. Ich probiere es auf jeden Fall aus, Alex, weil die andere Kette müssen wir noch behalten. Die ist ja storyrelevant. Mhm. Aber ich guck mal. Also, ich habe erstmal auf jeden Fall welche zum Wirken. Zauberplatzregeneration. Aber mal gucken. Weil, wenn ich die nicht habe, die Kette, habe ich auch eine Zauberplatzregeneration. Und wenn ich die reinlege, steht es trotzdem auf 4. Naja, mal gucken, was es bedeutet. Oder ich habe halt schon einen anderen Gegenstand um, der das schon macht. Nö, habe ich nicht.
Aber hebe ich mir erstmal auf, ich habe noch genug Zauber für den nächsten Kampf, denke ich. Alex, guck mal den lila Helm, den du drin hast. Ist der, warte, was macht der Helm? Mittlere Rüstung immer noch. Wack, wack, wack. Kommt ihr denn mal zu mir hoch? Der macht ja quasi das gleiche, was du hast, bloß nochmal besser. Außer, dass du einen auf Geschicklichkeit hast und hier auf eine Konstitution. Hier hinten. Da ist auch noch eine Kiste und alles mögliche in der Ecke. Ich muss erstmal kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. Wenn alle eine Pause machen, dann kann ich auch schnell eine Zigarette hochgehen. Ich brauche das nachher nicht mehr tun. Dann mache ich das einfach. Könnt ihr beobachten, wer hier zu mir angerauscht kommt? Wenn das gleich einer macht. Dann bin ich in 2-3 Minütchen wieder da. Damit soll es das gewesen sein. So, warte mal, die hat hier. Die hat noch Heiltränke. Zack. Zack. Nice. Hat S-Mann heute eigentlich zum Abendbrot? Jusen? Was hast du mir gemacht? Ecke, ich dir? Ja, du mir. Naja, simpel. Toast mit nix. Mit nichts oder mit gar nichts? Also mit gar nichts Wurst. Aber ich habe noch ein bisschen extra gar nichts Dressing drüber gemacht, damit es wirklich nach gar nichts schmeckt. Nach gar nichts oder nach nüscht? Na, nüscht, nüscht so. Nach gar nicht? Doch Garfisch. Nach Gar. Was ist denn Garfisch? Gegarter Fisch oder Gar. Nischfisch? Ja, das erste. Du verwirrst mich. Das erste. Wie das erste? Nein, das ist nicht erste, das zweite. Achso, wollte ich gerade fragen, ob es das zweite ist oder das erste. So. Oh, scheiße, ich weiß nicht, welcher Schalter an und aus ist bei dem Kacklicht. Das Gefühl, meine Wohnung fällt auseinander. Erst geht das Licht nicht richtig, jetzt fängt mein Hinter noch an zu schnarren. Der ja alle gelootet? Ne. Ich ja noch mehr. Ich ja noch alle. Ja, mein Inventar war voll. Ich werde kurz. Zigarette drehen, dann werde ich weiter looten, my sire, my lord, my master. Bitte kommen Sie nicht zu mir, hier liegt auch noch ein blaues Item. Und darf ich schon mal vielleicht zufälligerweise zwischendurch zwischenspeichern? Jetzt kannst du speichern, bin fertig mit. Okay, vielen Dank für Ihre Audience. Es war eigentlich nur Verständnis, eine Audience war es nicht. Soll ich euch nochmal zeigen, wie man da hochkommt? Was ist denn da oben? Geht's weiter, meinst du das? Nee, ich hatte hier eine Wahrnehmung. Sonst ist hier oben nichts mehr. Alles andere habe ich gelootet. Aber hier hinten ist die Leiter, wenn man nicht springen will. Warte, ich bin gerade noch am Looten. Jojo. Am Lootalatat. Bei dir ist auch irgendwie ein Fragezeichen, aber ich weiß nicht, ob das bei dir unten ist, Jusen, oder bei mir ja, die doch, Wahrnehmung. Ja doch, ich hab hier so einen komischen Schleim entdeckt mit meiner Wahrnehmung. Mir ist noch ganz fest. Okay. Soll ich mal den Schleim anfassen, oder was? Ich würde gleich mal, wenn er zu dir runterkommen, wenn das hier oben nichts war.
Dann mach doch mal. Hast du da was gefunden oder es war fehlgeschlagen? Fehlgeschlagen. Ich geh mal. Aber ich bin mir jetzt unsicher. Alex, du magst diese Kiste, wa? Ich bin mir jetzt unsicher, ob hier oben was ist, Jusen, oder ob es der Schleim war, den du da unten gefunden hast. Aber das wäre komisch gewesen. Ich habe den Schleim gefunden, da sagt er mir nur, es ist irgendwie schleimig. Ja. Dann komm mal hoch zu mir. Hier wo? Hier durch die Tür. Hier durch die Treppen hoch, oder? Und die Leiter. Die hintere Leiter hier ordentlich hier Cash oder ist die nur wieder ein Taui? Ne, 2000 hat sie gehabt. Man musste hier ordentlich hinlaufen. Oder den springen, Großteil wie du Bock hast. Was ist das? Dann rüber zu mir. Aber nach hinten hin zur hinteren war schon alles gelootet worden. Musst du mal nee gucken. Ah, gehen. Bei Jusen hat's funktioniert. Eine Geröllwand. Willst du sie kaputt machen, Jusi? Nee, ich kann mit der quatschen. Okay. Bin in der Katze. Ja, redet der mal. Hear something shift against stone. The pulse of a crawling living. Eine Kunde wäre hier wichtig. Na, dann lass mich reingreifen. Dann kannst du ja erforschen zumindest, aber ich kann auch schon mal reingreifen. Ich lass dich auch danach reingreifen, Digi. Mir ist das vollkommen egal, wer da reingreift. Aber ich würde es gerne erstmal erkunden. Das war kurz reingreifen, okay. Wir sind Frauen, wir wissen doch, wie man in den Schlitz greift. Ja, komm, du okay, bist hier ein bisschen. Wollte ich mir letztes Mal nicht hier noch die Wand kaputt machen? Shift against stone. The pulse. Gesprengt mit einem Pass, oder? Nee, das war Peiler mit Zaubern. Oh, brauchst du einen Bonus, Diggi? Ja, schmeiß mal mit rein, Diggi. Bitte schön. Ich guck nicht hin. Alter. Oh, fuck. Oh, das hat nicht gereicht. David? Haben wir denn? Oh, ganz knapp. Ja. Ich besorge nochmal, wenn es klappt. Ja, wir haben vier. Okay, Schild bei mir hat Rüstungsklasse plus 3. Jetzt guck ich hin. Ja, klar. Oh, yeah. Geht das nicht höher? Kritischer Erfolg, nein. Ich glaube 20 ist so. Christian quältet dich jetzt an. Aber recognize this feeling. Ansonsten hätte ich Peiler nicht. Ich hab ein Schild, ja. Hineingreifen! Da gibt es Peiler, dann wird der vielleicht nicht mehr ganz so oft angegriffen. Ich hab doch ein gutes Schild, oder? Das meint's nicht gut. Your awareness. Ja, das Lila, ne? Aber das Lila, ne, könnte dann David nehmen. Weil du könntest das mit der Rüstungsklasse plus 3 nehmen. Aber ich guck gleich, ich greife immer noch ins Loch und da ist eine Videosequenz. Zauber. Ja. Ohne Falle! Verliere ich jetzt meinen Arm? Ich hab ein Auge verloren, verliere du deinen Arm. Na, doch, geht drüber. Oh, jetzt bräuchte ich die Stärke. Scheiße. Warte mal, du hast Fingerfertigkeit. Das Geschicklichkeit und Stärke. Na, du hast. Ja, Fingerfertigkeit oder Geschicklichkeit? Mach mal drittens, ja. Locker lassen und abwarten? Ja, chillig, Dicker. Guck, was passiert. Vielleicht merkst du es, okay. Docking Bock. Vielleicht denkt er, es wäre spielen gerade so. Heiler hat auch noch seinen Zwerg. Vielleicht kann der Zwerg da drauf hauen. Der konnte doch Wände einreißen. Ja, aber wir sind gerade in der Katze, wie gesagt. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, aber Jusen, Alter, locker lassen und abwarten, also dann kann er mir den Arm wieder reinziehen, das ist doch voll scheiße. Das Lustige ist, das ist ja deine Entscheidung, du kannst auch zweitens nehmen, Alter. Ja, ich nehm zweitens. Ach du Scheiße. Ja, ich kann dir nichts mehr geben, nee, sorry. Viel Glück, have fun. Ja, enjoy it. 20. Ich verliere meinen Arm. Ey, nein, du hast doch recht. Geil. Doch mal kritischer Erfolg. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. Cool, du hast deinen Arm. So, soll ich jetzt nochmal reingehen? Ja, na, versuch dein Glück, Digi. Wir gucken gerne zu. Again, the sickening slither of flesh and stone. Du hast ein Auge verloren, jetzt verliert er seinen Arm. Komm, Rinder, die Hand da, gucken, was passiert. Oh, ja, mir.
Das gefällt mir. Ein Netzwerk in der Dunkelheit, wo etwas erwacht. Crazy. Ja. Boxisch. Hallo. Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Einfach. Ja, dann. Der neue Stärke. 14. Kann man dir einen Bonus geben? Ich kann mir einen Bonus David geben. David gibt dir einen. Achso, du. Nee, du selber. Naja, solltest du doch dich schaffen, Diggi. Hab ich schon. Den box ich doch nieder. Was sagt, darfst du doch mal versuchen. Ich danke dir. Einmal. Dann ist vorbei. Gib mir diese. 10 Ja, jetzt könnte ich klappen. Ja, geht doch. Weiter, diese. With a soft sucking sound, your hand pulls free. Das ist das gleiche wie bei mir. Das ich hab nicht gedacht. Nee, du brauchst Stichschaden. Oder in deine Schaden. Vielleicht hättest du doch locker lassen sollen, Jusen. Macht deine Triade irgendwas? Nee, hab ich schon geguckt. Scheiß Ding! Okay, dann gehen wir mal runter zu den anderen wieder, oder? Das Coole ist, dass der Zwerg springen kann und so. Das ist der Hammer. Muss Stichschaden sein und der Schaden muss. Alter, ist ja gar nicht hastig runtergeklettert. Und welche Wand meint ihr, Boys? Wo wir letztes Mal waren. Das ist jetzt eine echt geile Wegbeschreibung für mich. Wir stehen davor. Ich kann Schallschaden machen dagegen. Aber Peiler, ich werde hier Peiler muss. Ich kann es mal probieren mit so einem Pfeilen. Speicherst du noch einmal ganz kurz, David? Bevor ich dir jetzt verbrauche und dir nichts bringe. Also die bringen nichts. Schade. Also David will meins haben, ne? Ich pack's hier unten rein, ja David? Was willst du haben? Na, du sollst doch mein Schild anlegen. Achso, nee, ich behalte mein Schild. Oder? Warte. Oder habe ich genau das gleiche? Ich stand. Das macht gar keinen Schaden hier anscheinend. Ja, nö, nee, das. Der ist so schwach. So, wir machen es einfach so diesmal. Judith! So, worauf muss geschossen werden? Auf die Wand hier vor uns, oder was? Wieder? Aber eigentlich, Kyler, weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn bei dir macht, weil du kriegst auch nur eine Rüstungsklasse mehr. Immun gegen Feuer. Ja. Du hast letzte Mal 3 Einsatzzauber Schallschaden gemacht. Pfeiler, nimm mal dein Schild wieder zurück. Das andere macht mehr Sinn. Ja, und wie gesagt, das Schild hätte bloß eine Rüstungsklasse besser. Genau, und du hast trotzdem einen Zauberspell mehr und. Ich habe 2 mehr: Schildschlag und Schild der Eingabe. Okay. Beistand. Hey, ich kann es auch weg. Zauberstufe Grad 3. Ja? Okay.
scheiße nee, ich auf den einen. Aber ich hab's auf zwei runtergeborstet, Alter. Was ist denn jetzt los? Oh, nicht schlecht. Ah, jetzt hab's. Schön, Yuzi. Dann, okay, dann geh rein. Lad mal nochmal neu, David. Oh. Dann machst du das nochmal, Yuzi. Müssen wir bloß wieder hinlaufen. Wie hab ich das nur getan? Wie? Kannst du mal deinen Zauber sagen, den du gemacht hast für die Leute? Muss ich gleich erstmal gucken, wie der heißt. Damit die das wissen und nicht auch davor stehen wie wir. Er hat die heilige Ushma Shabulka angebetet. Also wenn ihr einen Barbar, wenn ihr einen Krieger bei habt, der ein Barbar, Kleriker und Priester ist, dann... Ja, bei mir ist ein bisschen... Ich hatte eine harte Kindheit. Er konnte sich nie entscheiden. Ja, nee, ich hatte mehrere Väter, die eine Mutter. Es war seltsam, ja. Frag nicht, wie die Geburt ablief. Möhringen. Okay. Laufen wir richtig? Ja. Ja, hier wieder runter. Achso, wir haben ja zwei Würmer auch. Zwei Würmer, ja. Konntest du, Alex, das jetzt schon auswählen, oder? Okay, also der Zauber heißt... magisches Geschoss. Mit magischem Geschoss könnte ich das machen. Okay, das war jetzt ein Fehlschlag, tut mir leid dafür. Aber mit magischem Geschoss kann ich das. Okay, war wieder ein bisschen fail. Mach jetzt diese Scheiße, Junge. Okay, jetzt hat meiner ein bisschen Angst. Stell dich ein Stück fest aus. Jetzt kann ich nicht mehr zaubern, hä? Ging doch grad! Na, bevor ich jetzt weiter loote, dann lad nochmal. Ja, lad mal noch bitte nochmal, was war denn das jetzt? Werde ich mal besser hin. Was soll ich mich da hinstellen? Auf der anderen Seite der Karte oder was? Du kannst das Ding doch bestimmt ein paar Meter weit schießen, oder? Ja, du machst ja einen Ball, der vielleicht da fliegt und du standst halt direkt davor. Ja, um zu treffen. Nee, Jusen, beim Zaubern ist das anders. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, der geht ab, der Zauber ist 18 Meter, dann ist es besser, wenn du 15 bis 18 Meter weit weg bist, dann triffst du besser und erst recht, wenn du erhöht stehst, anstatt du dicht dran gehst. Dafür braucht man diesen extra Fähigkeit, die ich drin habe, dass man die Fernkampfzauber in Nahkampfzauber umwandeln kann. Dann ist es genau andersrum. Aber wenn du drüber hoverst und da steht halt unten dieses Punkt, Strich, Strich, Punkt, 18 Meter oder so, dann kannst du dich ein bisschen weit wegstellen. Oder halt 9 Meter oder weiß ja nicht, was da bei dir steht. 32 gibt's auch. Das sind 18 Meter. Naja, aber guck mal, ob du da irgendwo 100% hast. So, David, speichere mal bitte. Ich habe keinen Bock wieder hierher zu laufen, weil es wieder verkackt wird. Ich danke dir. 50 Cent. Ja, ich danke dir. Ich mag auch 50 Cent. So. Also ich habe okay, das Gefühl, war. Alex, dass die Kette mir nichts bringt. Ich habe auch mir meine Zauberplätze mal wieder hergestellt. Ich hatte dadurch nicht irgendwie einen mehr oder sonst irgendwas. Und da steht leider auch nicht genau irgendwie... Ne, es ist das Gleiche. Wow, für diese Kacke, für diese... Okay. Toll, danke. Schön. Eines beliebigen Grades. Okay. Ja, wir müssen hier hoch weiter, oder? Ich pack dir mal auch noch einen Trank rein, ne? Was ist das? Trank der Engelspause, da kriegst du alle Plätze des ersten und zweiten Grades wieder, anscheinend. Ah, doch, hier unten, ich hab's nicht gesehen. Doch, hast recht, Alex, die Kette bringt was. Das ist eine Bonusaktion, die kann ich halt auch im Kampf nutzen und da kann ich mir aussuchen, welchen Grad ich regenerieren will, um einen. Jo. So geil. Jo, dann verzichte ich. Das Einzige, was ich da mal ab und an benutzt habe, ist der... Das Zerbersten gewesen, aber auch sehr selten. Dann bringt das nichts. Gut, den Trank habe ich auch. Geil. Wenn da bin ich ja erstmal gut gerüstet.
Wenn du dafür als Bonusaktion Level 4er regenerieren kannst, das ist doch mega. Jo. Dann nehm ich. Gut, den Trank haben wir auch. Das haben wir auch. David, da vorne ist deine komische Katze, die schläft. Eine komische Katze, die schläft. Na, letztes Mal hast du doch mit so einer Katze gequatscht, die da schläft. Die ist da vorne. Da, wo du hin jetzt läufst, oder? Ja, haben wir ja, da, wo ich jetzt hinlaufe, ja. Ah, die ist jetzt wach. Ja. Das aber ich bin kein Dings und kann mich nicht verwandeln. Ich bin kein sprechen. Jetzt schläft sie wieder. Ich spreche mal mit der. Ich strecke mal die Hand auf. Glorious. Die ist ja nackig, oder? Ich hab ein Standbild. The cat ignores you, but her eyes stray to a small tunnel. Hidden in the wall. The message is clear. Stay if you wish, but she will flee at a moment's notice. Na dann, David. Der Katze hinterher und ab ins Loch, oder was? Ich kann mich nicht in die Katze verwandeln. Kann ich sie einstecken? Steck sie in die Hosentasche, die machen wir später. Ich könnte sie werfen. Das ist jetzt eine Wanderkatze. Here goes nothing. David ist in einem Labor. Die Frage, wollen wir jetzt hier eigentlich nochmal alles looten? Hier war doch, glaube ich, nichts Großartiges, oder? Jetzt viel Geld, klar. Oh Gott. Kommst du oben ran, Jusen, an die Dinger? Nope. Ich bin überladen. Und steckt was in mein Inventar, Jose. Die Kessel könnt ihr stehen lassen, die sind zu schwer. Sei gerade dann eingesteckt. I'll take that. Ja, toll. Das hätte ich auch nicht mitnehmen müssen. Okay, ich kann nachher mal aussortieren. Wenn du da große Kessel in meinem Inventar siehst, Jusen, kannst du wegschmeißen. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Ja, sorry Alex, muss ich auch nochmal sagen. Ich kann in deinem Inventar nichts wegschmeißen, rufst du dir wenn du immer. Ich hab's vergessen. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, noch relativ flott hier alle zu looten. Ich weiß ja noch nicht, ob das gerade alles war, aber. Boah, so. So, ist die Frage, die mit der Quest sind wir durch. Sie wird auf jeden Fall nichts mehr angezeigt. Ja, wir haben unten noch die Typen. Ja, und Keller. Ich weiß nicht, waren wir jetzt auf beiden Ebenen echt hier überall im Kreis, ja? Ja. Sieht so aus. Eigentlich schon. Da unten waren wir ja auch, hier waren wir ja auch. David, das die diese toll. Eier gespawnt haben. Kannst dich nicht erinnern? Unten. Ach so, vorher. Die Nekrotypen. Na, dann machen wir den jetzt noch platt. Würde ich auch sagen. Bin ich dafür? Können wir jetzt hier irgendwie durchlaufen, Alex? Mal gucken, ich wollte noch mal gucken, da oben, da vorne geht's irgendwie hoch. Ich wollte mal gucken, was da ist. Mit der Händlerin hat es der schon gequatscht, die hier dauernd rumrennt und sich vor der Leichen hockt, ne? Ja, die hat kein Geld mehr. Kleide. Aber die hat auch eine Stolle zu erzählen, das wollte ich eigentlich fragen. Kommen die uns jetzt alle hinterher? Alex, willst du den Wurm schon mal einsetzen, dass du die Fähigkeit hast?
gucke gerade. Was wollten wir machen? Attributentzug, ne? Genau. Hab ich. Nicer Dicer. Achso, kann ich meinen John Boy eigentlich auch irgendwie mit einem Trank heilen? Meinen heißen Zwerg? Nee, ich glaube nicht. Kannst du ihn denn vielleicht einmal heilen, David? Oh, okay, okay. Okay, wir sind im Kampf. Ja. Den Kampf David hatten wir aber noch nicht. Das wird ja interessant. Speichern vielleicht oder lieber nicht? Das ist zu spät, wir sind schon drin. Ja, du kannst ja auch im Kampf speichern, aber das machen wir. Pimpus, die drei Skelette und die Olle. Oh. Gucken wir uns erstmal an, was die haben. Immun gegen nichts. Immun gegen Wuchtschaden, nee, Wuchtschaden schwächer, Nekromantie und Gift brauchen wir gar nicht. Also Nekromantie und Gift gar nicht. Ja, die sind alle so. Aber wenn Alec, wenn ein Jusen da ordentlich draufhaut, bringt das auf jeden Fall was. Ja, aber meine Bewegungsrate war zu wenig gerade. Okay. Und ich werde jetzt keine Bärenstärke machen für die Bellus hier. Das sind nur 18er. Macht da auch nichts Tolles. Feuerball, Junge. Treff nicht. Scheiße. Warum treffe ich von hier nicht? Ich sehe ihn doch super. Ja, aber da ist eine Wand dazwischen. Deine Kamera drehst. Ja, aber am Arm könnte ich ihn treffen. Nicht in der Mitte. Warte mal. Aber ich habe ja auch Säure. Beweg dich doch. Also, wo ist jetzt das Problem? Ich bin schon gelaufen, Digi. Springen kann ich leider auch nicht. Die Säurepfütze ist dann aber vielleicht auch. Naja, aber ich mach's einfach mal. Gebe ich nicht mehr gemacht. War so, dass man auch dann vorbeilaufen kann. Ja, natürlich. Achso, nee, ich habe doch vorgelesen, Gift, ne? Ist Säure Gift? Nee. Okay. Säure, Säure, Gift ist giftig. Vielleicht gibt's auch giftige Säure. Ja, es stimmt. Okay, die Brüten hoch. Okay, die zwei Nebencharaktere sind dran. Gucken, was sie tun. Irgendwie steht hier voll in der Luft irgendwie. Erstmal muss die da auf, auf die Fresse kriegen. Oh, nicht der Kronleuchter. Gehen wir mal kurz was zu trinken holen. Der wird ruhig ein bisschen Dreale, oder? Oder wer spielt die Dreade? Keine Ahnung. Ich spiel grad die Dreade, ja. Ja, und nach dem Sputten kannst du halt nichts machen, oder? Ja, okay. Ich bin schon mal sehr weit vorne. Okay, okay. Hat er recht, aber ich dachte mir, die haben gerade was Breches ausgepackt. So. Das ist sicher, wäre sicher, aber okay. Ja, aber gegen Nekromantie sind die wahrscheinlich immun, oder? Ja.
Resistent zumindest, okay. Immun gegen Gift. Ja, auch Nekromantie ist. Ich kann nur Gift und Nekromantie. Ich bin einer von denen, glaube ich. Also gut. Hau da einfach drauf mit deiner Waffe. Nee, ich könnte das. Ich könnte das die Hülle wegmachen. Wäre das sinnvoll? Hülle. Die Skeletthülle dann. Na, die oder explodiert doch. Oder die explodiert, okay, dann lieber nicht. Ja, ich glaube, wenn wir die Olle hier unten töten, dann ist sie doch weg. Mhm. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Okay, nice, nice, nice. So, nee, ich hau. Jetzt lass meinen Zwerg die Hülle zerkloppen, David. Wenn der drauf geht, das ist egal. Okay, ja, ich bin sicher. Dann können wir bleiben da stehen oder kommen irgendwo hier. Packung usen. Die haben ja gar nichts mehr. Was Packung, was soll ich denn machen? Ich hab doch schon gegeben, Digga. Das war dann nur noch ein. Verlangen hier. Ja, wir fordern dich. Okay, Alex hat es schon abgestochen. Ja, ein. Ja. Ist das Ei auch weg? Ja, sorry, Alter. Dass ich hier einen getötet habe. Du ja nicht in dir kriegst, du Lump. Na, meine hatte nur noch ein. Mhm. Die Karten stehen auch ziemlich gut. Jetzt, also was ist denn los hier? Alle, komm dich da ran. Okay, wer kennt den jetzt weg hier? Komm schon, liebe Kleiner. Perfekt. Und damit hast du nicht gegönnt. Ja, du vielleicht. Noch so Feuerball, Junge. Doppelt hält besser. Ja, der Feuerball ist eh umsonst. Deswegen mache ich den immer. Cursed to put my hands on everything. Oh, darf ich die Tür aufmachen? Oh, hier ist noch mit Gucken sprechen. Also. Kannst du meinen Zwerg überhaupt heilen, David? Ja, es geht Verschwendung. Wollen wir eine kurze Rast machen? Sicherheitshalber, ja, oder? Rast, ja, und dann sind wir alle wieder voll. Mir ist egal, also. Warte, mach ich. Alle wieder voll. Wir haben ja drei. Speichern. War ein Echo von aus der Vergangenheit, sorry. Jetzt stehen wir ja alle zusammen. Geht nicht auf die Tür. Doch, jetzt auch, ne? Lol. Und man läuft in die Ecke. Ist ja cool. Aber gespeichert hast du trotzdem nicht. Nee, ich kann ihn. Ich glaube, das ist der Hauptboss-Typ. Hey, Hauptboss-Typ. Alter. Alter, you. David, du bist richtig euphorisch. What have you done? Das ist Papi. What have you done to me? Man, gar nichts. Lass mich in Ruhe. Geh mal weg. Dann kann ich hier auf Klo hin. Ja, hier einschüchtern auf jeden Fall. Was ist denn los hier, Alter? Bedroht dich, Alter? Du bist hier einfach Tourist, sag ich mal, und du bist hier einfach angefeindet. Das ist unerhört. Und das ist Schublade. Interfere. You are like the digits of a hand. It is for you to act, not to decide. You serve the absolute. You serve me. Auf keinsten, Alter. Bow, you dog. Hat er dich gerade Dog genannt? Er hat dich Hund genannt, Alter. Was geht denn ab hier? Alter. David, mach dich auf Gras, Alter. Nee, war das da ist auch. Aha. The Prism. Okay, cool. Gut, dass du das in der Hosentasche hattest. You worm.
you will bow before me. And if you will not bow, you will break. Und wer ist Petersen jetzt hier? Ist so gut, dass wir die gerettet haben. You. How good it is to see you again, Ketherick. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Halen, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare. Sieht gut aus, ob man nur zuschlägt, würde ich sagen. Der muss doch nur niesen und ist kaputt. Oder du punchst ihn ins Gesicht und danach ist Arterie offen, Alter. Okay, also wenn er eine Grippe hat und das Ding trägt, Alter. Tot. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. Okay, die ist krass, krass. Nice. Okay, wir sind dabei, bei. Yes, yes, yo. Okay. Jetzt ist die Frage, wir hatten ja kurz davor gerade gespeichert, ne? Alter, 145, okay, wir hatten schon 600, also über 600 schockt mich erst wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich glaube, wir... Also, ja? David musste ihn wieder beleidigen, oder was? Nee, der war von Grund auf schon seltsam, man, da hätten wir einfach eh kämpfen müssen. Aber wir haben eine dicke Verbündete hier, Alex. Ja, 85. Er hat gesagt, er will uns kontrollieren, wir sind eigentlich Sklave von ihm und dann kam die Olle und hat ihn umgehauen. Jetzt genau. Und er meinte dann auch, dass sie eine der einzigsten ist, die ihn töten könnte. So in die Richtung. Zum Schluss. Mal wirkt er dann ihn weg. Ja, und, aber das heißt ja schon mal, er hat was auf dem Kasten. Angriffsmodus, das heißt das Zähnefletschen. Na, dann geh ich nach oben. Ja, das ist nur der heftigste. Entspann dich. Ja, Leute, ich stell mich nach oben auf die Säulen dann, ja. Ja, klar. Darfst du eh die beste Range. Dann ist jetzt die Frage, wen er zuerst töten wollte. Also links sind viele Skelette. Sind die rechts auch? Ich verwandle mich erstmal. Die sind rechts auch. Auf jeder Seite 4 Skelette. Stopp, ich hätte noch eine Bonusaktion. Also ich will versuchen, die gleiche wie zu dem hier großen Boss irgendwie hinzukommen. Falls jemand mir helfen möchte auf dem Weg dahin, gerne. Am besten nimmst du eh eine Seite und klopfst dich durch die Skelette durch. Genau. Der Boss wird ja eh nach unten hier laufen kommen. Was ist so? Genau, ich würde der, die hier vorne steht, erstmal gucken, was die macht. Ob die erstmal den da angreift. Und genau, David geht nach rechts und die Juice nach links. Nee, ich kann mich noch nicht bewegen. Oh. Aber so. Dann gehe ich nach links, okay. Die Skelette sollte da ja alle locker schaffen. Okay. Ist auch schon mal. Es hat Aua. Es hat ein bisschen gepiekst. Aber ganz ehrlich, die 18er machen mir gar keine Probleme. Aber diese 145er. Da denke ich mir, okay, da kommt doch noch irgendwas. Ich denke mir gerade so, ey, wie cool ist es, wenn die Erweiterung rauskommt, die zu spielen, aber es ist schon mal schön, dass wir so das Hauptspiel noch nicht durch haben. Ich meine, man hat ja dann trotzdem nicht alles durch, wenn man es durchgespielt hat. Man hat nie alles durch, Digga. Ja, man hätte andere Wege gehen können und dadurch auch andere ich glaube, dass ich Menschen den töten Typen oder da irgendwie können. Versucht habe anzugreifen. Ich glaube, da haben wir schon einiges von. Du hättest mit anderen Klassen auch andere Sachen machen können oder beziehungsweise was bei anderen. Mit anderen Rassen bei anderen. Ich hab mich eh kackiges Kill, wenn es danach geht, ja. Habt ihr vollkommen recht so. Hat keiner bezweifelt, Jusen. Ich auch. Das ist Rollen, Alter. Ich würde ein Stück weiter oben die Dorn machen, erstmal. Mach mal. Ich würde jetzt hier diesen 44er angreifen, den Fall. Versucht hat, keine Ahnung, und setzt da die Dorn hin und wir prügeln uns erstmal mit den Leuten hier unten. Jo. Ich würde auf die 4 Skelette oben einfach die Dorn draufsetzen. Oder mach das so. Alter, kritischer Treffer. Hä? Oh nein, das ist da oben auf der Säule gelandet. Willst du mich verarschen? Aber warum wird denn angezeigt, dass sie Schaden bekommen? Das macht doch gar keinen Sinn. Schön. Weißt du, wenn ja, die kriegen ja so einen Umkreis, dass sie. Ah, das ist. Okay. Ich verstehe es nicht. LOL.
Die Skelette sehen auch ganz anders aus, wenn ich ranzoome, oder nicht? Wenn ich ein Stück weiter weggehe, sind die bei mir alle nackig. Hm, das hatte ich auch schon mal, aber es geht bei mir gerade nicht. Das war im letzten Stream, hatten wir das auch, wo wir gegen Skelette gekämpft haben. Ja, guck mal, bei denen da hinten sieht man es. Hier ohne Robe, reinzoomen mit Robe. Ohne Robe, mit Robe. Ja, man kann halt nicht alle durch Ultra stellen. Läuft ja auch ein bisschen noch nebenbei was anderes auf den Rechner. Hat ja nicht jeder ein Dual-Setup. Also von uns gar keiner. The Dog ist dran! Yes, yes, yo. Soll ich sie doch mal helfen oder soll ich das lassen? Vielleicht kann ich sie schnell. Alter! Wir haben nur gesagt, die sollen sich nicht einmischen. Das mischen dich ein, die Frechdechse. Da kracht's. Alter, die hat aber ordentlich Schaden gemacht. Mhm. Ja. Hat 55 Schaden gemacht. Oh, natürlich, und genau da, wo David seine Wurzeln hingesetzt hat, wäre der beste Platz, wo ich hätte hingehen können. Ja, sogar mehr. Ich kann die Wurzeln auch wegmachen. Ne, die waren eh unnütz. Nee. Kannst du die wegmachen, ja? Ja. Das wäre Toppi. Hatte der nicht. Da stehen immer noch welche. Ich habe auch auf das X gedrückt. Warte, ich guck doch mal. Ja, aber ist eigentlich weg. Ich gehe auf die Spitze, da soll ich nicht. Achso, nur wenn du dich da drauf bewegst, dann kriegst du auch Schaden. Nö, ich stehe ja nicht drin. Ja, so, okay. Meine Lieben. Aber sich rein zu bewegen, gibt ja auch schon Schaden, weißt du, David? So. Nee, nur wenn du dich drin bewegst, wenn du dich rein teleportierst. Ja, aber du gehst ja erstmal rein. So. Also bewegst du dich in diesem Scheißding. Nein. Wer denn? Ja, okay, deine Logik ist okay. Wer soll denn jetzt auf die Fräse kriegen? Wo du denkst, den killst du weg. Am besten. In der Nähe. Eigentlich ja, einer von den Bossen. Die Kleinen sollten, glaube ich, kämpfen. Die kann ich im besten Fall mit einem Schlag weghauen, weil die sind. Kriegen mehr Schaden durch Wuchtschaden. Wuchtschaden! Schaden mit wo? Da bin ich verblüfft. Jetzt nochmal 7 extra. Alter! Ich glaube, sie ist gleich down. Ach Quatsch, Mann! Focus your attack, Soldiers! Geil, ja. Die gehen jetzt alle auf mich. Ich breche. Ja. Alter, die hassen mich. Alter! Alter! Jetzt ist gleich alles Arcanes Schild weg. Alter. Ich bin tot. Nee, einen hab ich nicht. Alter, du musst dich heilen. So krass es geht, Digi, denn. Ich kann bloß einen großen Heiltrank nehmen. Mehr geht nicht. Okay, der kann auch nicht heilen, weil in dieser Eulenbär scheiße ist. I'm sorry, ich hab nicht damit gerechnet. Keiner! Die haben auch noch nie gekämpft, so. Hätte doch die dickeren Attacken schon auspacken sollen. So, das ist die Frage. Hast du schon wieder ein Amulett ausgerüstet in deiner Eulenbärenform, ne? Ja. Ja, das solltest du mir jetzt. Ich hab doch gesagt. Das muss ich mir doch sagen, ich soll doch noch. Was soll Alex dein Charakter jetzt auch noch nebenbei spielen, ne? Sogar ein Usen würde das hinkriegen. Na, würde ich so nicht unterschreiben, nee. Nee, ich habe ihm letztes Mal gesagt, nach dem Fight sollst du mir Bescheid sagen, dass ich das ausziehe. Hm. Mich nicht daran erinnert. Aber daran kann ich mich auch erinnern. Ey, aber einer ist, guck mal, kaputt. Nee, doch nicht. Also, ja, soll ich die Kleinen fertig machen oder soll ich den Großen springen? Oh, gibt. Ich werde auf den Großen springen. Ja? Na, den Großen. Erstmal den Großen, weil dann kann er nichts mehr Böses machen. Aber dann versuch wenigstens den Engel nicht zu treffen, David. Ah ne, nevermind, ich komm nicht so weit, das ist genau ein Stück groß. Weil der macht kleine, die du erwischen kannst halt. Richtung Großen, so. Dann hau ich gleich auf den Großen. Alter, guck mal, wie die Musik auf immer changed, Alter. Jetzt wird's dramatisch, jetzt wird's gut. Jetzt mal ein bisschen lauter machen, die Musik eigentlich im Game. Jetzt wird's episch. Alles klar.
Pfeiler, die hassen mich wirklich an. Okay. Oh, ich bin da. Da ist keiner oben, Alter. Ja, ja, da ist keiner oben bei dir gerade, Alter. Schön. Ja, ist. Die ist kacke, ja. Okay, jetzt auch keiner. Yes, yes, ja, der Zwerg killt ja. Der Zwerg kann mich aber nicht aufheben. Was machen wir denn? Ich stelle mich mal irgendwo hin, wo ich nicht gleich aufs Maul kriege, würde ich sagen. Digga, du kannst dich nirgendwo hinstellen, du bist dead. Doch, ich hab den Zwerg. Ich hätte gerade die dicken Dinger auspacken können. Man muss gucken, ob der Zwerg auch Helfer hat. Nee, hat er nicht. Ich komm mit dem Zwerg da auch gar nicht hoch, David. Muss einer ja, von euch hochspringen, hochteleportieren oder es funktioniert zufällig, wenn ihr euch unten an die Säule stellt. Aber sonst tut das nichts. Die Olle kann da auch keiner heilen, oder? Dann wird sie wohl ihr Leben lassen. Dork ist gleich dran. Was Dork macht. Bist du fertig, Jose? Gleich. One man down. Nein, warum den Zwerg? Warum ihn? Nein, daneben. Oh. Gut, sie geht mal ins Feuer rein. Enough. Ui. My lord. Beckons kommt. You must return to your prison. And my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. Okay. Seine Tochter, da war aber fleißig. Wie sieht denn dann die Frau aus, Alter? Ganz ehrlich, wie war der Akt allgemein? Der ekelhaft, Alter. Okay, sie ist tot. Jo. You will fall as sure as she. This has only begun. Was ist denn hier passiert? Okay, sie ist weggepufft. Okay, gegen was kämpfen wir jetzt? How can such a thing be possible? Jetzt noch nicht. Haben sie nicht mitgekriegt, dass da so komische Tentakel-mäßig was unterwegs war? Na, der Loot okay. Ist weg, Leute. Wir kämpfen jetzt nur noch gegen die restlichen. Ja. Okay. Oh, hätten wir es vielleicht geschafft, dass sie überlebt und er stirbt, wäre es vielleicht was, wäre es anders ausgegangen. Jetzt können wir ihn, denke ich mal, nicht töten, weil er weg ist. Naja, so ist das Leben. Ja, weg ist weg, so kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern, so. Nee, ich glaube, das gehört aber zur Quest. Jo, wir haben weiter jetzt die Questfolge Kefrick. Also dem Typen. Ich denke mal, das wäre. Warte, Alex, also, warte ich. Du meinst also entweder mit ihr oder mit ihm. Wäre irgendwie was passiert. Kann eventuell springen. Nee, also egal, wer ihn so runtergebasht hätte, der hätte die so oder so mitgenommen. Ah, gehe okay. Ich mal von aus. Ah, okay. Mhm. Macht Sinn. Da waren sie noch Häufchen. Einer ist noch. Der Dog und das Skelett. Ja, da wollte ich meine Olle gleich hinschicken. Ich den Dog. Gestochen. 44. Einfach nur so einem auf den Kopf gehauen mit dem Stab.
noch 5 Dave. Ich komme nicht mehr ran, Alter. Weißt du? Das war aber mein Gift. That thing came from below. We need to find out where it took Ketherick. So eine Inspiration erhalten. Cool. Kann ich dich heilen? Zack. Steht da wieder. Aber der wird sein Amulett kann ich immer noch nicht haben, ne? Nö. Achso, er dachte, ich wollte dann irgendein anderes Amulett nehmen. Ja, aber du kommst ja nicht aus der Eulenbeerform raus. Ja, das ist das Problem. Also nochmal an euch drei. Könnt ihr mich bitte erinnern, wenn ich aus dieser Bärenform mal draußen bin, dass ich dieses Amulett ablege und ein neues benutze? Es wäre schön, wenn du dich selbst daran erinnerst, wenn du in die Eulenbärform gehst, dich vorher zu vergewissern, dass das scheiß Amulett in dem Inventar ist. Aber alleine dadurch, dass wir jetzt darüber reden, werdet ihr euch das vielleicht merken und drei Gedanken sind vielleicht besser als ein Gedanke. Ja, komm ich hier bloß nicht runter, ohne mir die Haxen zu brechen, ne? Drei Solar-Gedanken bringen auch immer noch keinen guten Gedanken hervor. So. Ich glaube, wir haben noch Trank des Federfalls drin. Würde minus 6 machen, minus 5, wenn ich hier runterspringe. Trank des Federfalls immer. Müssen wir denn alle da runterspringen? Nein, aber ich stehe oben noch auf der Säule. Aber ich kann nur runterspringen, Alex. Ja, oder wir bezahlen 200 Gold. Achso, nee. Voll, dann spring. Das ist ja noch oben wieder. Ja, es sind bloß 5 Lebenspunkte. Verzollt. Hab doch eh noch kaum Leben. Kann ich auch umhauen oder kaufe für dich für 200 Leben wieder voll. Ich hau dich gleich mal um, mein Fräulein. Lass mich. Warum auf einmal so feindselig? Außerdem bin ich ein Eulenbär und eine Eulenbären. Naja, da will ich aber noch mal genau nachgucken unter der Mifida. Das ist so eine komische Zaubermissgeburt. Du existierst gar nicht eigentlich. Ein fatables Wesen. Du existierst gar nicht. Mama existiert gar nicht. Hey, hey, hey. Okay, dein Papa. Jetzt kommen wir wieder runter hier aus den Monetarsachen. Wenn ich wollte, 1 gegen 1. Zug für Zug wärst du K.O., Dicker. Soll ich mal speichern? Wenn ich weit genug weg bin, nicht. Ich will euch alle wegbumsen. Jusen, spring mal bitte hier hinten runter. Mal gucken, was dann passiert. Jetzt möchte ich nicht. Warum nicht? Heiler? Das ist voll glibberig. Ja. Ich hab vielleicht einen Ring für dich gefunden. Einen Ring für dich. Dein Schatz. Ich weiß ja nicht, was hast du denn für Ringe? Also musst du mal gucken, ob du da irgendeinen Ring austauschen willst. Ja. Na, ich habe jetzt einen Ring, wenn ich halt Schneesturm, also wenn ich einen Kälteangriff mache, wie meinen dicken Eisblizzard da, denn ist ein zusätzlicher Kreis aus Eis mit einem Durchmesser von 4,5 Meter im Zielbereich dabei. Was halt. Musst du dir einfach mal durchlesen, den anderen Ring. Und der andere Ring gibt mir halt einen Donnerwellenzauber, den ich so machen kann. So, und du hast mir jetzt gegeben, wo ist er denn? Oder ist er noch bei dir? Ne, habe ich dir reingepackt. Da. Mit dem Totenkopf. Quatsch mal mit der, wa? Ich komm rein. Tja, man kann es ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist als die Donnerwelle. The General will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him. Before he has a chance to subdue the Night Song again. So nützlich waren die jetzt nicht im Kampf. Ja, sie waren immer noch da. Für uns ein Pluspunkt. Ja, aber die müssen ja jetzt nicht mit runterkommen, wenn da jetzt 20.000 Viecher spawnen. Dann sind sie ja, alle tot. Aber bei 20.000 Viechern wäre schon ganz schön, wenn sie da wären. Also das ging wir den ganzen Quit ab.
Ach, das schaffen wir auch so. Dafür bist du doch da. Um aufs Maul zu kriegen. Ja, stimmt schon. Aber 20.000 Viecher sind immer noch 20.000 Viecher, Alter. Ich hasse dich schon. Ja. Oh, Wichser, was ist denn da los? Du bist hässlich hier, man, aber das heißt ja nicht, dass sie gleich mitkommt, wenn man Jusens Antwort nimmt. Ist ja nur eine Idee. Man hat ja drei Optionen. I certainly do. Wow. Okay. Na komm denn hier, drittens. Komm, immer drei ungerade Zahl ist immer das Beste. Ich würde viertens sagen, es passt doch mehr zu Alex seinem Charakter. War ja einfach bloß eine Frage vorher mal. Kann die auch noch weiter fragen hier oben. Ja, warte, eine halbe Stunde weiter, ist kein Problem. Na, dann frag noch die. Macht riesen Spaß. Theory and supposition. None of which will help us in the fight to come. Catherick must die. And the absolute with him. We will work out the details as they rear their ugly heads. If our luck holds, they won't need to. If it doesn't, well, they are harpers. Being outnumbered is part of the job. But the sooner we reach Catherick and rob his army of their reason to fight, the better. As you wish. Keine Hilfe. Good hunting. Ah, good hunting, Alter, okay. So ist sie unterwegs. Achso, nee, ist Autosprecher. Soll ich da runterspringen oder was? So, let's go. Sendstand, Sendtag. Na dann, let's go. Hinterher springen? The whole yawns back at you. Impossibly wide. Alter, kleine Zwerge sind nur ausgeschüttet. Geil. Burrowed through stone. Hab ich schon in diesem Kamin gesehen. Das ist feucht und glibbernd und eklig und Yay! Let's go. Springen wir mal in das Arschloch. Es ist feucht und glibbert, rein da. Ich fehle. Ja. Der wird das Stecken geben. Ich mache jetzt bestimmt allen Schaden. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Der Ursprung der Infektion. Ich habe mich gerade an meine Laffe gewöhnt. Ich habe ihr einen Namen all gegeben. Of this sitting beneath moonrise. Udo? How long? Udo, how deep does it go? Ich wäre gern Udo die Larve. Let's have a look. Pfeiler, deine Art, deine Sache. So, wollen wir die mit dem Arm wegfahren? Haben wir schon. Alles klar. Wunderschön. Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Aber ich quatsch mit dir. Okay, wir sind im Kampf, Leute. Wir waren im Kampf, Wie lustig. Nee, wir sind immer noch im Kampf. Ich fände die ja hilfreich gewesen. Gar nichts muss ich wieder gleich mit einbringen. Ey, das sind so eine Gedankenverschlinger-Scheiße hier. Aber wir haben noch gequatscht, dass wir hier nicht. Wie Headcrabs aus Half-Life, war, Alex? Ja. Es ist glibbrig und krabbelt. Anything of use? Das ist doch Press. Das ist doch dafür da, dass man es tötet, hallo? Also das finde ich jetzt nicht so, aber okay. Also hier ist eine Tür aus Fleisch. Dahinter sind noch mehr, ganz viele so. Oh, dahinter ist ein Hacker. Hier sind auch noch ein paar. Oder ein Hacker. Einer kommt auf uns. Also hinter der Tür sind welche. Rede doch, wenn da ist. Ich geh mal runter. Ich quatsch. Ist das die weiter? Ich geh rein. Ach, guck mal, da hinten ist so ein Heilding. Will ich antworten. Aber angreifen können sie mich nicht. Heiler? Finde ich vielleicht interessant. Da hinten ist so ein Heilding. Weißt du noch, ganz am Anfang? Diese Tentakel, die uns geheilt haben. Thank you, Tadpole.
Tentakel? Die scheinen nett zu sein, oder? Ja, die tun eigentlich nichts. Gehen wir mal nach hinten. Lassen wir uns einfach hier mal alle liegen. Mit dem Hacker kann ich auch sprechen, obwohl vielleicht ich nicht in meiner Lösung versuchen halt über den Hacker zu sprechen. Was für ein Vieh? Dem Hacker da unten. Ich sammle hier gerade Sachen ein. Ja, aber quatsch mal mit dem Hacker. Da hinten siehst du das? Genesung? Da rechts? Also die Sachen nicht einsammeln erstmal. Quatsch mal mit dem Hacker. Hier rechts. Lass mich da erstmal einsammeln hier. Hier. Oh, ich komm. Kannst du dich daran erinnern? Okay, was für ein Vieh? Zack. Bei dir jetzt sogar. Alle geheilt. Ja, da steht an der Warte, muss ich Tier machen oder was? Aber die ganzen anderen Pflanzen gehen auch nicht. Was? Wo? Oh? Den Typen. Ich wollte dich ja erstmal heilen, weil du so wenig Leben hattest. Ja. Okay, ich bin im Quatschmodus. Here we go. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. My tentacle squirming like it's excited or scared. Oh, beinahe. Tschüssi. Ich glaube, ich kann gleich wieder hochfahren. Yep. Could take advantage of its vulnerability. And plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Okay. Blind. Cool, jetzt führen wir schon zwei Dialoge nebeneinander. Lad ihn doch mal auf ein Date ein und mach ihn besoffen und usen. Vielleicht redet er dann besser. Hast du nicht gesagt, du stehst auf haarige Schweigsame Typen? Warte, ich geh mal die Ohren an. Die sind doch richtig sexy. Die sind nice irgendwo, ja. Ich glaube, in dem ist ein bisschen was von allem drin. Rudelbumsen. Einer von drei, ja. Guck mal, der hat ja nur halb so behaarte Arme wie du. Ist doch richtig geil. Jusen ist all glatt. Also ich werfe viertens. Bei mir hat er da Haare an Arm. Hilft uns später. Ja, das sind wir brauchen seine keine Handschuhe. Hilfe. Okay. Ich will das hier wissen. Help them. Da seine Haare einzeln durchgezuppelt durch die Rüstung, damit es nicht weh tut. Und dann tut es doch erst recht weh. Was ist das hier? Hier. They become. Okay. Ein Zuchtbecken, na dann spring rein mit ihm. Dann haben wir noch einen kleinen Jusen dabei. Okay, Leute, eins oder zwei, eins oder zwei. Ich rüste in den Chat, ja. Ja, ich hab keinen Chat, ist egal. Okay. Eins, sagt der Chat. Zwei, ja? Drei. Drei. Eins, zwei, oder? Drei. Auf one, nine. Wenn der richtig steht, siehst du, wenn das geht. Oh, schön, Leute. Die Lache ist so gemein. With a lurch, you realize he means the intellect of ours. Here, the brains are harvested. Made part of the hive mind. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt Würmer von dem. Oh, das wäre okay. Nice. Ach, endlich! Nein. So, nein, noch mehr Parasiten? Reicht der eine nicht? Yes. Jetzt wird's erstens gemacht. Please. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Wer will's? Nee, alles cool. Wir müssen ihn töten, dann kriegen wir einen Wurm. Nein, alles gut. Wir müssen ihn nicht angreifen anscheinend. Naja, aber wir dürfen. Jusen, hast du gehört, was er gesagt hat? Wir haben ihn doch gefragt, ob wir ihn töten sollen und er hat gesagt, ja, bitte. Oder? Ja. Wenn er uns nicht angreift, sieht das nicht als Notwendigkeit.
Aber er wollte doch sterben. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ja, dann werden wir es in der Cut ziehen. Also in einem Kampf. So. Ich glaube, ein ordentlicher Hieb von dir hätte vielleicht schon gereicht. Oh. Doch nicht? Ja, und das wolltest du jetzt, ja. Ich bin ja nicht mal bei euch, also von daher. Ja, stimmt. Voll gespeichert. Ich wollte nicht alle angreifen, aber das Viech ist genau dann losgelaufen. Hm. Genau dann. Wie gesagt, hätten wir kämpfen müssen, wären wir es auch in einem Kampf. Ganz einfach. Ja. Jusen, du hast einfach nicht gelesen. Hab ich schmiert? Nein. David sucht das Kampf, wo es gar keiner sein müsste. Doch, der Typ, der will, dass wir ihn umbringen. Und Jusen will ihn nicht umbringen. Und dafür kriegen wir vielleicht ein Würmchen. Einfach nicht mitgelesen und wir haben ihn gefragt, ob wir ihn umbringen sollen und er hat geschrieben, ja, bitte. Okay. Na denn? How much further can I go? Also, wer ist jemand... denn hier? Warte, dann greifen wir ihn jetzt an. Okay. Wenn schon jemand sterben will, dann... Ja. Okay. Und trotzdem alle Agro auf uns, okay. Ich komme. The stench. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. David, ich feier deine Planung einfach so. David, Hilfe? Du weißt einfach, wo man angreifen muss. Nein, ja. Was haben wir denn? Mach mal die eher hinter dir, David, oder so, oder den dicken. Ich würde die kleinen vielleicht übernehmen. Ich kann da nicht angreifen. Ich hab den dicken schon mal angegriffen. Oh doch, komm ich. Wie viele sind's denn? Warte, vielleicht kann ich den dicken gleich weghauen. Ja, das war's. 20. Kann er drum rumlaufen, warum nicht? Nice, Jusen. Siehst du, hast du ihn gekillt. Ja, der ist nur noch einen gehabt, von daher. Und ich hätte den Eulenbär, aber dann bin ich jetzt eh aufgeschmissen. Oh. Wenn ich die Dolchwolke wieder beenden soll, müsst ihr mir sagen, ne, Leute? Was hast du schon beenden? Warte, nee. Ich kann ihn da rein. Okay. Nice. Immer noch lassen oder beenden? Ich glaube, jetzt kannst du es beenden. Okay. Ja. Ah, warte, komm. Nicht rein. Deswegen beenden. Warte, ich kann hier noch angreifen. Hau mal auf den anderen da drauf. Hauen weg den Keck. Schön. Hat gute Erfahrung eben, ja. Ja, klein und knackig. Was ist denn hat der was gegeben? Da kann man sagen, das ist echt Bauklotz. Okay. So, ich mach nicht mehr mit bei euch, ich bleib jetzt hier. The Illithids take what's useful and discard the rest. Findest du gut, ja, Jusen? Cool, ich hab nur Leichname gespawnt. Okay, ich komm wieder raus. Kommen da noch mehr raus, wenn ich jetzt hier drücke? Ui, auf jeden Fall läuft da Flüssigkeit raus. Ja, ja, der ist der Leichnam gerade rausgekommen. Aber wir kriegen kein Hirn raus, oder? Nee, leider nicht. Das
Zombies, wir kriegen keine Hörer raus, oder? Würmer meine ich. Mehr kommen da anscheinend. Okay, hier geht's noch runter. Aber hier ist eine Tür. Dahinter was? Hey, guck mal. Oh, warte, ich will erstmal speichern. Hätte man. Okay. Okay. Ich wollte gerade mal fragen, ob man durch die Wand da durch konnte, die da noch war. Speicher wäre schon irgendwie ganz cool gewesen vorzeitig. Nein, da müssen wir jetzt speichern. Speicher doch jetzt. Na, wir können auch den Fight von davor ersparen, oder haben wir jetzt irgendwas Gutes bekommen? Egal. Ist doch egal, wir können auch noch weiterkämpfen. Ich speichere auf anderen Spielstunden. Oder? Was? Machen wir doch jetzt weiter oder gehen wir zurück? Nee, ich speichere einfach in euren Spielstand. Ich muss dann durch den alten überschreiben. Alles klar. Gut, ich muss recht weit nach unten laufen. Alter. Großer Zombie. Okay, mal hoch 32 Schaden. Alles klar. Ja, guck mal, was die für Schwächen haben, Leute. Giftimmun. Giftimmun. Cool. Kann man dem dicken Eulenbär nicht vorbei. Alle haben nur Giftimmunität, sonst könnte man auch was haben. Du hast die Tour auf. So, jetzt kommen die verschreckt wahrscheinlich hier eben. Guck mal, stehen sie alle vor dir. Kannst du einen nach dem anderen umklatschen, die da jetzt rumkommen. Vielleicht will ich das nicht. Muss ja nicht. Oh, okay, der in der Mitte, der ist natürlich wieder krass. Der ist fast gegen alles resistent und gegen Giftimmun. Der Todeshürde. Da hilft, glaube ich, viel Nahkampf von Yuzen, oder? Nee. Wird zurechtkommen. Schön, David! Gut Erfahrungspunkte. Wenn jeder 140 bringt, Alter. Warte, folge mir mal nicht. Jusen, du hast schon beendet? Wollte ich gar nicht. Du musst du rückgängig machen. Ja. Jusen? Ja. Trink mal dieses Elixier des Blutdurstes, bitte. Wie weit sind die alle weg? Das ist so ein rotes. Ja, genau. Okay, viel zu weit weg. Also ein Stück du kannst ja da hinten jetzt so wahrscheinlich eh keinen Angriff machen. Ich kann erstmal vorrennen und einen Fernkampf machen. Ja, oder so, ja. Achso, wenn es eine Bonusaktion war, ja, super. Weil wenn du jetzt jemanden killst, dann kriegst du eine Aktion wieder. Dann kannst du nochmal angreifen. Feuerball oder also, Eisfläche? Naja, David hat seine Ranken schon gemacht, also kann ich ja Feuerball machen, ne? Nee, ja, mach lieber Eis. Okay. Weil Feuer zündet meine Ranken, ich zündet die Dorn, glaube ich, an. Was aber dann können wir nicht rüberlaufen, ne? Ich würde sagen, wir bleiben einfach hier in der Show. Ja, die kommen eh alle zu uns. Jo. Und wenn die geslowt sind und dann noch durch Dorn laufen, ist doch auch noch. Ich schau den, kannst du eigentlich Trank des Blutdurstes herstellen? Ja. Nice. Deine Dorn bleiben da, meine Eisfläche liegt eigentlich drunter, aber ich glaube. Wenn du Feuer machst, brennst du, glaube ich, meine Dorn weg. Dann haben die zwar Feuer da, aber. Aber die Eisfläche hat gerade gar nichts gebracht dadurch. Aber ist ja egal. Nächste Runde gibt es ja auch noch was zu tun. Das ist jetzt schwieriges Gelände, die haben jetzt nur halbe Bewegungsrate. Jo. Ja, laufen langsamer und kriegen mehr Dornschaden. Ja. Und Schaden haben sie doch auch bekommen. Ist doch alles in korrekter Mundung. So kommen sie alle angelaufen. Ja. Kriegen sie alle schön Schaden jetzt. Kann Yuzen einen nach dem anderen wegkillern. Mit Taten, mit seinem Blutdurst. Oh. Er zaubert sich Bogenschützen, der Bastard.
Ist ja nicht unclever. Oder? Ne, der hat doch ein Schwert in der Hand. Ja, es dämmt alle, bis sie überhaupt da sind. Ja, ist doch super. Kann auch noch eine Dolchwolke hinsetzen. Müssen sie da auch noch durch, wenn sie gleich die nächste Runde dran sind. Kann ich ja jederzeit beenden. Dolchwolke ist auch nur in Zauberstufe 2, also das ist jetzt nicht so. Oder ich kann es auch mitten reinsetzen. Gucken wir mal. Hast du was gemacht, Charlie? Ja, ne? Ich hab die komische Hakenschrecke da an dem Bett. Jetzt sagt er hier eine Dolchwolke noch extra hin? Ich hab keine mehr. Also vor David. Also. Ja, nein, vielleicht. Wohin? Hier. Zu weit da hinten. Also. Na, dann können die aber außen rumlaufen. Aber mach ruhig. Na, dann so, ist, die so ist dicht, wenn ich. Mach ruhig. Ja, also. Genau vor Jusen. Mehr oder weniger Meter vor Jusen. Ja. Kann Jusen ja jetzt noch Fernkampfangriffe machen. Genau. Richtig. Kannst du den da schon mal wegkillern? Weil dann hast du nämlich noch einen. Dann kannst du den wegkillern. Oder vielleicht sogar den da. Also. Immer wenn du einen tötest, kriegst du jetzt eine Aktion wieder, ne? Ja, ich sehe gerade. Wenn du einen in einem Zug tötest, hast du immer noch eine. Wenn einer dann stirbt, in deinen zwei Zügen, die du da manchmal machen kannst, dann kriegst du eine dritte dazu. Nee, kriegst du immer nur eine dazu. Also. Ein, ja, jetzt zum Beispiel kann ich nicht mehr, nee. Genau. Kriegst du immer nur eine Aktion extra. Na gut. Aber ich hab zwei weggekillert, ist doch schon mal nicht schlecht. Wechsel noch auf dein Schwert. Oh, zu spät. Hat Jusen Leben? Ja, hat er. Hm. Ja, ja. Er holt sich den nächsten. Hätten wir so nicht fast unendlich XP fahren. Stimmt, aber wir bräuchten auch genug Heilung und dies, das. Die Gegner sammeln sich hier vorne alle. Eigentlich schreit das schon gleich den nächsten dicken Flächenangriff. Ja, so fällt gut. Jo. Alle tot. Das ist eine einfache Nummer. Wir sind einfach Level 50, wenn wir aus dem Pfeil rauskommen. So. Hat hier irgendwas noch krass Leben? Ja, der große Zombie da. Am Taumeln ist er. Konzentration verloren, wenn er geschlagen wird. Wenn ich angegriffen werde. Kann den einer vor mir wegkloppen? Ja, eigentlich will ich den ungern bekämpfen. Ja, kann ich ja dann machen. Achso, du bist ja jetzt dran. Ja. Aber du kannst ja trotzdem an dem vorbeizaubern, oder? Muss halt gucken, kommt drauf an, was ihr euch gerade vorstellt an Zauber.
Ich kann mich jetzt, ich kann nichts mehr weiter ausmachen. Überleg du, was du hast. Ja, der Eisblizzard ist halt Stufe 4, das ist halt so ein bisschen die Scheiße. Blitz kann ich nicht machen, weil ihr im Weg steht. Ihr müsst weiter nach vorne noch vor usen. Ich hab Schiss, dass das euch auch Damage macht. Das macht uns Damage, ja. Aber wenn David hinter mich springen könnte, dann würde es gehen. Ich könnte vor dir springen und die anderen beiden vielleicht töten. Oder du müsstest hier so hinspringen. Dann könnte ich an dir vorbeizaubern. Warte, wenn ich springe, kann ich noch ein Stück laufen, warte. Ich will ihn nicht bewegen. Naja, mehr so nach, warte da so. Boah, da sind die Dornen. Naja, da gehe ich hin. Ich würde das lassen mit dem Blitz. Sind nicht mal hier noch ein bisschen dichter ran an die Dornen? Das ist ja noch nicht an den Dornen dran, wenn du hier stehst. Nee, da kann ich leider nicht hin. Ich kann nur noch ein Stück nach vorne, wenn ich hin kann. Das wäre mir zu riskant, weil ich bin unsicher, ob ich dich treffe. Also Yuzen treffe ich nicht, wenn ich so mache. Aber eigentlich, wenn doch kein Rand an euch dran ist, treffe ich euch nicht, ne? Oder? Nee. Yuzen, du hättest auch den Sechser killen können. Dann hättest du eine Aktion wieder gehabt und hättest den trotzdem angreifen können, den daneben. Das machen wir dann. Ich kann ihn doch wegschubsen. Soll ich wieder eine Dolchwolke vor euch machen? Ist ja eh alle an euch ranlaufen. Obwohl die haben alle so wenig Leben, die sterben eh, wenn sie an euch ranlaufen, außer der eine. Kannst du einfach einen Billo-Zauber machen, Pfeiler. Du musst ja nicht immer deine Zauber gerade da raus spammen, wie ein Blöder. Einfach deinen Feuerball da 2 bis 20. Jetzt hätte ich halt 5, 6 Leute getroffen, wenn mir Yuzen und David nicht im Weg gestanden hätten. Ja, aber die müssen ja erstmal eh hier alle ranlaufen. Wir können es ja nicht ändern. Hau mal den 24er hier vor uns weg. Ja, oder den 6er halt. Ja, der liegt doch eh noch ein paar Runden, oder nicht? Aber weg ist weg. 24. Hat eine Runde. Aber er ist trotzdem noch 3 Runden taumelnd. Der macht, glaube ich, gar nichts. Also. Dann lieber den 24, der greift ja nicht auf den nächsten. Ja, nach euch. Also nach danach. Ja, deswegen sind alle dran. Ja, nice. Ja, dann kann ich auch ein Stück zurücklaufen oder auch nicht. So. So. Da steht die Wall. Ich könnte die Dorn nochmal neu versetzen. Ich glaube, da mache ich neu Schaden. Kannst du gern versuchen. Das muss man ganz den Warten. Nice. Oh, der Scheiß. Guck mal, jetzt sind es doch gar nicht mehr so viele. 1, 2, 3, 4 noch. Ich muss nicht da reingehen. Jetzt kommt der Dicke. Was für ein Opfer. Cool. Das ist ja echt mich um den großen Zombie erstmal kümmern. Na, eigentlich wollte ich mich um den kümmern, aber 80% haben Fehlschlag. Kann ich leider auch nicht. Erst aus dem Gleichgewicht erstmal? Perfekt. Teamwork the Case ist erstmal drin. Scheiße, er ist noch nicht durchgefallen, sorry. Warte, ich kann aber auf die andere Seite springen und den anderen Typen hitten. Da sind aber auch Dornen, ne? Ja. Nee, da. Sicher? Also ich sehe da keine Dornen. Da sind Dornen. Wenn du drüber hoverst, wird's dir angezeigt. Okay.
Bis dahin sind Dorn. Ja, nee, da kann ich doch, der kann ein Stück weit wegspringen. Ja, probier's. Moment. Wollt's dir nur sagen. Bin nicht in Dorn. Na gut, also meine Standardattacke würde ich sagen, wa? Soll ich erstmal den vor usen? Oh, das höre ich gar nicht. Warum mache ich das? Das war ja riesendumm. Okay. Ich lasse es jetzt. Ach, der Zwerg ist eigentlich scheißegal, oder? Oder sind das ja auch Dorn schon? Nee, wenn. Nein, das wollte ich nicht. Hatschen. Nee, doch. Nee, die stehen in den Dorn. Okay. Und dann. Kann ich eigentlich nichts weiter machen. Muss mal gucken, was die anderen. David? Ja, warte, ich könnte Dings nochmal neu setzen, die Dorn. Ich glaube, die brauchst du jetzt nicht mehr neu setzen. Ist doch in Ordnung. Ist das gerade Schaden auf allen? Weißt du? Ich kann es ein bisschen vorteilhafter noch setzen. Jetzt kann ich sogar noch ein Stück nach vorne gehen. Und hier an den da kommt man, glaube ich, auch ran, oder? Ah, er kommt schon zu uns. Den Schaden dafür, dass er so stark gegen Feuer er hat seine Resistenzen verloren. Echt? Ja. Ja, nice. Mega. Ja, also Gift ist immer noch, aber der Rest ist weg. Ja, Feuer ist ja eh egal. Da habe ich ja den Dings, dass ich gegen die Resistenz gehen kann. Das ist ja das Geile mit dem Stab, dass ich die ganze Zeit den Billo-Zauber umsonst spammen kann. Und einmal pro lange Rasten dicken Feuerballon. Ich komme nicht durch. Mal versucht. Jetzt weiß ich das. Oh. Da ist er gleich tot. Da war dann noch eine mitnehmen. Das war eine gute Kombi, Dicky. Gucken, was er macht. Er ist mal da weg. Warte, warte. Oh, ich war nicht schnell genug mit meinem Feuerball. These boots have seen everything. Lenomer. Wir sind auch bald Level ab. Das ist auch sehr gut. Wir können diese Eierdinger angreifen, wenn wir das machen. Probiert doch mal aus, David. Was passiert? Und ich lese es mal durch. Und freigesetzt, so das hätten wir vielleicht für einen Kampf nutzen sollen. Jemand fernkam, der so einen Pfeil drauf schießt.
Warte, ich mach gleich. Worauf? Die sollen da rüber und das berühren. Das da rüberspringen und berühren ist scheiße. Ah ne, die Dinger platzen und verteilen sie, glaube ich, scheiße. Ja. So sieht das dann aus. Hätten wir die ganze Zeit nutzen können, Leute. Aber wir haben es nicht gesehen von denen. Und berühren die Kacke da drüben. Mach doch, aber in die andere Richtung ist noch ein Rosettenloch. Da hätten wir auch noch durchgekommen, ne? Genau gegenüber. Ich hab die Frage, ob okay, dann berühre ich's mal. Okay, Cutscene. Pass an. Wir sehen's nicht. Jetzt so. The console bursts into life, a marine touch. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Okay. Hattest recht, Alex, seit aber 40 Sekunden läuft er wieder. Okay. Aber keine Ahnung, was das war, Leute. Festplatte ist nicht voll, daran liegt's nicht und alles andere auch nicht. Okay. Komisch. Irgendwas aber passiert. Könnt ihr gerne wieder neu reinkommen. Okay. Er lädt aber am Bild immer noch, ne? Mhm. Aber bei mir läuft alles. Alles super. Aber ich krieg's auf mein Handy auch nicht geladen, Alex. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, darf ich auch nicht. Okay. Strange. Jetzt hat sich bei mir auf dem Handy. Oh. Ich hab Kotzi. Empty vessel. Nothing more. Landing. Okay. So, Jusen, was hat der Kopf gesagt? Ich muss diese Dinger verbinden irgendwie. Wie verbinden sie? Ja. Und wie? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Hast du gelesen, was sie gesagt hat? Ja. Okay. Und was hat er gesagt? War nicht ganz gut zu verstehen. Okay. Ah, okay. Also wenn ich jetzt hier glaube. Nee. Geh du mal an dieses Ding hier unten ran. Kann und dann sag mir, was du da verstehst, bitte. Wenn ich über den Browser reingehe, dann läuft's, wie es aussieht. Also müssten noch alle Leute da sein. Aber keine Ahnung, was das ist, also. Aber die App funktioniert jetzt nicht? Nö. Nee. Man könnte einen Twitch an sich liegen, vielleicht einfach. Ey, Mann, ich hatte gerade 6 Zuschauer. Jetzt sind alle weg. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr rauf. Doch jetzt? Ja, jetzt geht's wieder weiter. Einfach nochmal Twitch neu laden. Nochmal. Habe ich gerade 5-mal gemacht. Also bei mir geht's jetzt wieder. Aber wirklich komplett einmal zumachen, auch aus dem Hintergrund. Jetzt geht's auch. Ja, alles klar. Gut, Leute. Sind wir wieder da. Nice. Sehr schön, David. The first, yes. 5 days since you put that thing in my eye. But the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. Cutscene. Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! In your head. I hurts. Head hurts. But he says I'm past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor. So he can repeat his miracle. And a name. True Soul.
She whispers in my mind. She sings, praise the absolute. Das ist für eine Psychokacke hier. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, Alter, was ist denn da los? Ja, und hast du jetzt eine Lösung hier bei diesem komischen Apparat gefunden? Nee, oder? Alex, kannst du das Tor hier hinten aufmachen? Tür aus Fleisch? Hätte der klappen können. Wollen wir kurz weg, bis gleich. Hat wir nicht alle gefunden haben. Nee, lieber drei. Alex ist auch noch am Quatschen. Quatsch hier die ganze Zeit, ja. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. I have just the thing prepared. My ma used to sing it when I'd come crying about monsters. Oh, wish me luck. So. Angreifen konnte er nicht. Siehst du, guck mal, wir haben keinen Schaden gekriegt und 400 EP gefarmt. Wie kann ich nicht angreifen gerade? Ja, dann ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, du stehst daneben. Geh zu ihm hin. Ich kann schubsen. Nein, hör auf, dass du schubst, du sollst daneben stehen. Soll ich schubsen? Wo seid ihr denn langgelaufen? Och, Hewson, beende doch einfach. Hier? Ich will jetzt auch nicht ewig da vor dem Vieh stehen. Also schubsen, ja? Wo ist David eigentlich? Ich stehe irgendwo vor dem Tor. Aber deine Dudes da hinten noch stehen, deswegen. Wir sind wieder zurückgelaufen, da wo wir ja, euch heilen konnte. Euch. Man heilen konnte. Ich würde auch sagen, ihr kommt erstmal alle her. Weil dann können wir auch nochmal heilen. Kleine Rast, kurze Rast wäre geil, ja. Nein, nicht kurze Rast. Nein, nein, heilen. Das war eine dumme Idee. Wer hat das denn gesagt, ja, Alter? Echt, ehrlich, unnötig, Alter. Was für ein Wichser, Alter, wer sagt denn sowas? Jo, was soll gehen, die gehen ja so. Wir zocken Baldur's Gate und haben Spaß. wo soll ich hin? Zu uns am besten. Immer noch. Muss ich da wieder hochspringen? Oder seid ihr durch die Truhe? Okay. Ah, das machen sie immer, das ist nicht neu. Ja, geradeaus, ja. Da hochspringen und dann wieder zurück. Quatsch, Alter, wir haben dich nicht in den Hinterhalt gelockt. Niemals. Warum sollten wir das tun? Wir brauchen Kanonenfutter für die Gegner, also warum sollten wir dich vorwegstoßen? Bringt ja gar keinen Sinn. Weiter. Alex, soll ich dir mal ein bisschen was abnehmen? Wenn du möchtest. Naja, du bist doch fast voll. Bringt ja sonst nichts. Jetzt nach rechts. Okay, kurz genau. Auf David warten. Achso, nee, ja, da, da, nein, nicht da. Da war's richtig. Warte mal, ich kann noch. Gut, jetzt können wir uns entscheiden. Also entweder fahren wir mit dem Fahrstuhl hier runter, was Pilar gerade gemacht hatte, oder wir nehmen da hinten noch die Tür. Bevor wir Fahrstuhl, Fahrstuhl. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Na dann, Fahrstuhl. Damit das alles auf sind, als Kollegen. Okay. Haben wir hier denn alles? Nö. Ja, haben wir, weiter. Ne, haben wir nicht, da oben wäre noch was. Nein, geh hin, wenn du willst. Da müssen wir. Dann warten wir hier. Oder? Ja, obwohl, das ist eine Hauptquest da oben. Ja, daneben ist ja, ja auch noch ein Strang, das meinte ich ja.
Aber ja, genau. Da drüben ist ja so ein Fragezeichen, was Peiler aufgedeckt hat. Ah ja. Mit dem Fahrstuhl runter. Descend. Okay. Sind alle drauf. So, so speichern. Kurze Rats. Ja, David ist eh so ein One Piece Junkie. Passt der Name halt. Und Shah Shaolin ist eigentlich auch vollkommen klar. Wenn man Alex kennt. Bitte? Ich kenne ihn nicht. Der Name ist Shah Shaolin. Das ist ein komischer Typ. Achso. Auch der Name. Ja. Der hat da, Alter. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The absolute is behind this door. Okay. You take a worried pause. He didn't free the devil Mizora sent Wing for. Ja, lass mal wegbumsen, die Frau. If you walk through the door, he also, will die. Also, ihr wisst die. Schon. Kampftechnisch. His soul will be Mizora's eternally. Okay. Also, wenn wir jetzt. Wenn wir hineingehen, dann stirbt der Wühl, weil wir diese Mizora nicht getötet haben. Oh. Mochten wir den? Ich kenne ihn nicht mal, ehrlich gesagt. Ja, der steht bei uns im Lager rum. Naja, Shah Shaolin heißt Shah Shaolin, weil er früher Schach gespielt hat und Kung Fu gemacht hat. Und deswegen haben wir das zusammen gemacht. Mein kreativer Name G-Man kommt halt von Half-Life. Da gibt es halt den G-Man und Gordon Freeman und weil ich mit Nachnamen Mizora, auch mit Mizora, wer ist denn Mizora? Teufel. Ja, denn hier kommt der Teufel weg. Wer stirbt jetzt nochmal? Einer aus unserem Lager. Das Mädel oder der Typ, der zum. Der Wühl ist doch der zu dem Dings gebracht wurde. Ja, genau. Der zum Teufel gemacht wurde. Das ist die Frage, ob der stark war. Oder beziehungsweise, was kriegen wir denn, wenn wir die töten? Der ist Zauberer. Naja, wir werden sowieso nicht mit dem spielen. Also von daher ist es doch wurscht, ob der stark ist oder nicht. Das ist ja die Frage, wie wir spielen wollen. Ah, okay. Erstens in dem Fall. Kann ja sein, dass er uns im Endkampf hilft. Na, bei den Ingame-Namen ist es halt der Name von einem meiner verstorbenen Freunde. Esto. Ja. Und Album Estopia und dadurch der Name von meinem Charakter. Ja, zurück zum Spiel. Das ist das letzte Album. Ja. Ich wäre für ihn. Alle gehen. Ja, aber ist halt jetzt die Frage. Kann auch weggehen. Aber ist halt die Frage, wenn wir jetzt die Hauptstory weitermachen, können wir trotzdem hier wieder hingehen? Das ist keine Hauptstory, glaube ich. Nee, die nicht, aber wenn wir den anderen Weg gehen, wo ich vorhin lang wollte, Richtung Hauptstory. Das wäre Hauptstory, halt, ja. Aber wir können gerne mal in den Ring reingehen. Ja, komm. Willst du vorher nochmal speichern? Ach so. Dann jetzt auch einmal schwarz. Obwohl, nee, wir haben vorher gespeichert und als wir hingegangen sind, hat sie auch gespeichert. Alter, wir sind double safe. Ja. Die zwei Kondome übereinander, Alter. Double safe. Nehmen wir ihn ein. Gucken wir mal, was die Göttin will. Die Göttin sind drei Kerle. Zwei Kerle und eine Frau. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Ach, Peterson ist wieder da. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute. Wer hat ein Ticket geschmeidert? With cleavers through his blood-starved flesh. Sieht nicht mehr so lecker aus. How it crawls with failure. Like flies on lick wet carrier. Sage von innen gesehen, ja. Die musste ich auch nicht you angucken, forget yourself, Orin. die hat doch einen schönen Zopf dafür. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue true soul, flaunting it under your nose all this time. And you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up.
so you haven't lost your edge. Ich möchte den Edelstein haben, der auf seiner Brust ist. Du willst die Würfel haben, ich will den Dolch haben, ja. Alter, was ist denn los mit du, Alter? Guck mal den Dolch an, Alter. Guck dir mal den Dolch an. Das ist doch nice. Ey, nur keine Dolche. Ist mir scheißegal, dieser Zahnstocher da. Machst du Salene-Platte? Da steht mein Name drauf. den hat sie mir zuerst gestohlen. Ich hol mir nur zurück, was mir geholt. Might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. Das, was sie da anhaben, hat mir vorher auch schon gehört. Army and the weapon in turn. Das haben die deinen Eltern geklaut. Ja. The edict of Bane. Eigentlich alles dein Erbe. Sag mal, ist das eine Rüstung, die anhat, oder sieht die so aus? Das ist eine Rüstung. Fetisch, glaube ich, ja. Okay, die kann doch ein paar Wurzeln. Okay, Wurm, ein Riesenwurm. Das Gehirn ist nicht klein. Gehirn ist, das ist ein Wurm, oder? Das ist ein Gehirn, Digga. Alter, nee, Justin, das ist ein Wurm. Du hast einen Wurm. Das ist doch ein riesen dicker Wurm, Alter. Das ist ein dicker, ja. Ein Erdwurm. Ein Erdwurm, wo ist es doch? Ich kenne diese Gattung, ja. The Testament of Merkel. Siehst du, guck, ich dachte, der, ich hab ja gesagt, der Stein ist krass. Ah, Zufall. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Das heißt Migräne. Enslaved by mere mortals. Hat jemand eine Aspirin, bitte? It wouldn't do to so fight in front of our guest. Behold, Duke Gravengard. The Gehen wir in die Hentai-Schiene? You wag your word flap in vain, Alderling. Muss ja für alle was dabei sein. Your shredded flesh will serve us. Jawohl, siehst du, guck. Er macht gleich den Mund auf. Nee, ist Auge. Okay. Yummy, yummy, yum. Ich hätte es ja eigentlich durch die Nase geschickt. Now, Augapfel, geil. Really time we were going. Ja. We will empty this place and begin the march. Durchgang durch zum Gürtel. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. Wenn du da eine große Stricknadel nimmst und jemanden hast und durchs Nasenloch durchgehst und da einmal kräftig durchhaust, dann kickst du bis ins Gehirn durch, ja. Kennst du vielleicht auch so früher aus der Klapse, wo du das mit so einem dicken Metall und einem Hämmerchen, um die Leute ruhigzustellen. Ich spreche das Thema für diesen Moment gerade, aber ja. Sucker Punch, mehr sei eigentlich los. Guck Sucker Punch. March on Boulder's Gate. Oh cool, meine Verwandten, nice. We go to prepare the way. Schön, dass ihr da seid. Oh, hab ich Geburtstag? Cool. Ne, da wird nicht so viel kommen. Ach guck mal, da ist er wieder. Kampf oder nicht? Eine Präsenz verschwindet aus deinem Verstand? Was ist denn jetzt los? Na, jetzt habe ich einen Verstand. Okay, okay, okay. Denk also mal, vor uns ist... Warum hat der Typ jetzt vor uns Schaden bekommen und das Geld? Ist er verbündet, oder? Der macht nichts, der ist fremd. Oben links sind auch vier Gegner. Nix Gegner. Are, oh. As predicted. Leute, tut mir leid. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away. Absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Also wenn der jetzt auf ein intelligentes Gespräch gehofft hat, dann ist er bei dir falsch. Bin ich frech.
2. Es fehlt nur noch, dass du so ein bisschen sabberst. Your place is to die, so that I might finally live. Ah, okay, so let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute. And then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Erinnere mich aber an One Piece. Da gibt's auch so einen Typen, der hat eine Teufelsfrucht gegessen. Was hat der gemacht? Der Typ sagt, dass er mich töten will und dass er mich wiederbeleben will. Ja, das habe ich ja auch gehört. Ich bin I kill you now. Ja, das habe ich auch gehört. War frech. Aber ich war nicht so unhöflich. Er war so unhöflich. Okay. Und was haben wir gesagt, dass er inhöflich ist? Ich mache jetzt zweitens. Ich bin einfach verwirrt. Gefragt. Yes. Wow. Okay. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Denn wir sind in einem kleinen Kampf geraten. Okay, wie viele Leute sind es? Geht's jetzt ab in den Kampf? Völlig machbar, also die tun noch immer, Alter. Guck dir mal diese Lebenspunkte an, das ist halt lächerlich. Dafür stehe ich nicht mehr auf nach dem Kacken, ganz ehrlich. Was hat er nochmal für Schwächen? Gar keine. Immun gegen Nekro und Gift. Na dann, Alex, Jusen. Wir können uns hier schon mal positionieren, so ein bisschen. Na, wer in den Nahkampf gehen will, kann theoretisch meinetwegen gleich an den Rand hüpfen, oder nicht? David sollte hier oben entspringen. Zu den Vieren. Oh, wenn er das schafft, das wäre gut, ja. Das wäre mega, wenn er da hinten ist. Die werden, glaube ich, belastend. Dem hier wurde ich los. Ein bisschen näher muss ich ran, Alter. Mach diese Gedankenschilder hier. Ja, nice. Ja, wo ist das? Unverwundbar? Aura des Schutzes, Aura des Hasses. Unverwundbar. Ja, solange er Nachtlied gefangen hält. Okay, einer muss ganz schnell da hinten hinspringen und der helfen. Hier hinten, ne? Ja. Jo, ich kann mich hinteleportieren, theoretisch. Ja? Naja, wenn ich ein Stück laufe, mal gucken, ob ich es schaffe. Ja, das wäre natürlich mega. Ich kann den Teleporter auf Stufe 4 machen, umso weiter kann ich teleportieren. Ja, wenn du das schaffst, dann wäre das natürlich nice. Ich habe jetzt natürlich nur meinen Angriff verblödelt. Das nicht gelesen. Muss halt erstmal bis zu dir ranlaufen und dann gucken. Oder ich könnte auch Sporten machen, dann laufe ich gleich weiter, oder? Oder muss ich erst laufen, dann Sporten und lauf weiter? David, du solltest hier oben links zu den Vieren hinspringen am besten. Ich guck gerade. Aber ich glaube... ich könnte bis jetzt nur einen treffen, aber egal, wenn ich schon mal da oben gehen muss. Also wenn es geht, ja. Wenn du da umkommst. Jo. Weil zu den Dicken brauchst du nicht hin, der ist unverwundbar erstmal. Gut. Jusen sollte sich vielleicht auch noch ein Stück zurückziehen, damit er dich nicht trifft. Also Jusen wieder zurücklaufen, oder was? Ja, ein Stück, ja. So, dass du quasi dann dahin teleportieren kannst. Ja, ich muss halt gucken. Ich hoffe, dass es klappt. Ich würde erstmal laufen, so weit wie ich kann, dann gucken, ob Teleport schon geht, sonst muss ich nochmal spurten. Ja.
und dann gucken, ob ich dahin komme, aber dann sollte es auf jeden Fall reichen, denke ich. Aber dazu muss Yuzen dann erst beenden und noch ein Stück zurückkommen und dann sehen wir ja, was die anderen tun. Oh, da oben steht ja auch der komische irgendwas-Typi, ne? Der Tentakelboy. Naja, Gedanken schon, naja. Mhm. Einer der Tentakelboys. Tentakelboys! Pfeiler? Ja. Wenn du mit WASD zu dieser Eileen da hinten ganz dicht ranzoomst, wäre das, glaube ich, ein cooles Thumbnail. Ich kann nicht wirklich dicht ranzoomen. Okay. Damit mit WASD erstmal nach hinten. Ja, bin ich ja schon, aber komm nicht dicht ran. Den Lord, den kriege ich hier ganz gut drauf. Zum Beispiel mit ihr gefesselt. Alles zusammen. Oh. Dann hau rein. Kannst ja deine Kamera ausmachen, da musst du nichts drüberlegen. Oh, alles gut. Ich schneid's ja eh aus. Also, weil ein Thumbnail ja bloß 1280 zu 720 ist. Und dann kann man das hier so perfekt hier unten lang rausschnippeln. Aber danke. Du hast schon recht, so von der Zeit her werdet bestimmt eine Folge, gerade ein Anfang von einem der vier Folgen, die ich da draus schneiden werde, oder du, und da haben wir schon mal das Thumbnail. Für YouTube. So, David, was kannst du tun, was kannst du machen? Lass das Holz mal knacken und krachen. Er ist bestimmt bei seinem Poster gerade. Gar nicht. Eine Lüge. Ich höre es doch brutzeln. Jetzt ist er jetzt schnell zurückgelaufen. Gar nicht. Ich über seine Katzen noch gestolpert. Ich bin gespannt, was er hier oben tut. Na, eigentlich die Katzen über ihn, oder? Ja, oder so, ja. Oh, wieder ein David, scheiße. Ich bin Dorn bei den Machen, aber ich habe erfahren, dass das bei dem gerade nichts bringt. Ja, Dorn sind eh nicht ganz so produktiv manchmal. Aber ich glaube, seine Bewegung. Die Bewegungsrate vielleicht ist auch halbiert, also er würde sich trotzdem auch weniger bewegen. Ja, kannst du ja hinmachen. Also ich meine, diese vier Intellektverschlinger hier, die kommen ja da wahrscheinlich auch noch durch. Ja, ne, passt jetzt doch. Warte, vielleicht kann ich sogar, kann den sogar mit Schaden machen. Kann ich noch ein Stück nach vorne gehen? Hm. Ja, zwei kann ich sogar noch mitnehmen. Na dann. Lad schon am besten noch ein Stück zurück, wenn du kannst, weil du hast Konzentration auf dir. Gucken, was er jetzt macht. Und der kommt runter. Leider nicht. Oh, fuck. Alles klar. Nein. Er greift meinen Zwerg an. Ja. Wir gucken mal, was passiert. Ich schütze ihn erstmal nicht. Ich glaube, die arkane Schutz brauchst du noch. Alter. Okay. Jo. Das wird, glaube ich, nichts bis dann nach hinten, Alex. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Kann ich an dem vorbeikommen? Ich hab den Gedanken, schön da anzugreifen, Pfeiler. Nee, ich versuche ja durchzukommen erstmal. Du machst das, David! Warum war ich nicht dran? Der ist böse. Den erstmal packen, solange wie der andere eh wegläuft. Oder Richtung David, keine Ahnung, wo der hin will. So, was machen, David? Ich bin fertig. Okay.
You, Sam. Dass er dir seinen Kopf spalten muss. Ich kann ihn noch schubsen. Ja, ich hatte schon mal im Maul, ist okay. Das war's. So. Geht noch was, Alex? Nein, leider nicht. Okay, drei laufen außen rot. Aber die Dornen haben doch immerhin was gebracht. Der eine Vieh ist so wie tot. Komm ich jetzt? Ich bin noch nicht dran, David, das erstmal. Und danach ist der Dankeschön da nochmal dran. Kannst du jetzt mit deiner Dryade da einmal richtig draufhauen auf den Typen? Auf den hier? Ja. Ist mein Knüppel noch verbessert? Ja. Ja, so ungefähr in der Art. Nee, einen hat er noch, Alter. Aber manche Sachen kann man Gegner gut reinschubsen, oder wenn man bestimmte Abgründe hat, wenn jetzt hier nichts wäre, das runterschubsen können, wäre auch cool. Okay, wir haben schon die ganze Session so immer diesen One-Point am Ende. Brauchst du Schutz, Alter. Alex? Nö. Ich hin. Da krieg ich hin, sagt er. Alter, ich mach. Sehr schön. Dann. Warum geht denn jetzt der Zauber nicht mehr? Okay, dann komme ich erst nächste Runde hin. Dann versuche ich mal die drei da hinten zu killen, die auf mich zukommen, oder? Ja, mach die drei Viecher da, ja. Was hatten die nochmal? Flächenmäßig machen kannst du. Eine Dolchwolke, aber sonst ist so flächenmäßig Mini-Format nicht viel bei. Das restliche ist alles Großformat. Na, oder mach doch deine komische Kugel. Ach ja, stimmt, die Kugel kann ich mal wieder machen. Hast du denn Wunsch welche? Nö. Dann mach ich die stärkste Schallkugel. Oh. Ja, das klingt da schon in, ja. Cool. Okay, das ist wohl nur ein Schallangriff, der irgendwie gar keinen Schaden gemacht hat, obwohl die im Umkreis waren. Ja, doch, bei einem hat es so viel Schaden gemacht. 6 oder so. Cool. Und weiß man ich das glaub, jetzt auch? Du musst dafür einen anwählen, glaube ich, dafür. Das kann auch gut sein, ja. Naja, wieder. Nein! Schützt den. Die von mir? Schützt die Estrusia. Schützt den G-Man. Also die vier Hörnis greifen auf jeden Fall mich an, würde ich sagen. Ich kann's, auch. Kannst du auch den da angreifen, Jürgen? Ich hab immer nur einen Angriff gekriegt. Nee, du hast immer noch dein Elixier des Blutes. Ja, stimmt, stimmt. Also ich kann auch schießen. Naja. Kannst du auch mal laufen, oder nicht? Ich schau mal, ich weiß nicht. Na doch, weißt du. Entweder machst du die hier platt oder stellst dich da vorne. Und wen jetzt noch? In die Richtung kommen welche. Soll also ich da mich hinstellen? Ja, wenn du kannst. Ich kann aber noch da vielleicht hochspringen oben zu ihm. Nee, der ist immer noch unverwundbar, Yuzi. Wir müssen die da hinten befreien. Vorher kannst du den nicht platt machen. Okay, also geh ich jetzt zu Schaulinchen erstmal, oder? Richtig, genau so weit in die Richtung wie du kannst. Wenn wir dolle Glück haben, laufen die an uns vorbei, weil die Pfeiler angreifen wollen. Mhm. Ja, nice. Okay, Pfeiler ist schon mal ein Stufenaufstieg. Darum war es immer. Ich auch! Nein! Jeder außer du wieder. Hör doch auf, Alter. Ganz cool. Ich komme noch nicht ran, ich muss an denen vorbei, Alex, und die greifen mich an, wenn ich vorbei will. Echt mit Nebelschritt? Die greifen nicht an, wenn du Nebelschritt machst? Nee, das nicht, aber ich komme mit Nebelschritt nur bis hier. Warte. Hier. Okay. Du musst noch dichter ran. Das
geht nur. Na, warte, David hat ja auch noch seinen Baum. Vielleicht kann der Baum noch einen töten. Na, die. Ja, Lin, du hast jetzt auch einen Stufenaufstieg. Zauberhafte Waldelfe hat er schon eingekillt. Kannst du dich noch ein bisschen bewegen, Tyler? Ich kann ein kleines Stück laufen, ja. Ich kann eigentlich sogar noch bis da laufen, damit ich das machen kann, was ich machen will. Aber nee, du sollst nur ein Stück hinter denen laufen, quasi hier. So, dass du nicht angegriffen wirst. Aber damit er greift mich doch an, wenn ich das mache. Nein, wenn du in seinem Radius bleibst, dann nicht. Und du kannst ganz nah an dem vorbei, also ganz nah an dem dran laufen. Ich mach's. Da so. Genau. Ah, optimal. Ja, genau. So. Jetzt warte da, bis der Baum den getötet hat, und dann kannst du weiterlaufen. Ich komm immer noch nicht ran, das ist ein ganz kleiner Schniebel. Aber er trifft mich jetzt, wenn ich jetzt laufe. Ja, aber der Baum wäre jetzt vielleicht rangekommen, weil du da vorher gestanden hast, Peiler. Das war die Idee. Ja, logisch. Kannst du ihn zu mir schubsen, Peiler? Ja, warte. Schubsen. Ja, schade. Versuch wert. Oh, dann. Oh. Dann können wir nächste Runde machen. Ja, gibt er mir nur eine Schelle und ich laufe trotzdem dahin, wo ich hin will? Du kannst es ja probieren, Peiler. Du hast 19 Leben. Ja. Aber der Nebelschritt geht ja nicht mehr. Na, okay. Was können wir denn noch machen? Der kleine Bastard kriegt ja noch was in seinem Poppes. Oh! War da was auf dem Boden? Sieht bloß so aus. Alter. Alter ist dead. Ja. War keine Absicht. Etwas in seinem Poppes sieht so aus. Ich wusste nicht, dass da was auf dem Boden ist. Hätte drüber hammern sollen nochmal. An deine Druide das vielleicht wieder hochholen, oder? Ja, die lebt wenigstens noch, aber ich hab den Baum mitgekillt und mich gekillt. Ja. Naja. Das ist erfolgreich. Ja, das war sehr erfolgreich. Schön. Aber wir können uns ja alle heilen in dem Raum dann. Also wenn wir dich hochholen, ist ja nicht schlimm dann. Richtig. Wir müssen es ja nur überleben. Also einer von uns muss es überleben, die anderen hochholen und dann können wir uns alle wieder hochheilen. Richtig. Dann. Aber einer von euch muss mich jetzt auf jeden Fall gleich dann nächste Runde hochholen, damit ich an die Olle rankomme. Ja. Wahrscheinlich kann ich das sogar machen, da hinten hinlaufen. Ich hab 3 Aktionen. Einsicht, Alter. Icke wirf einsicht. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Oh, ich kann mich nicht bewegen, ja. Kannst du mich hochholen? Ja. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Komm nicht an dich ran. Jusen, kannst du mich hochholen? Ist auch so weit weg. Ich kann mir auch nicht springen oder sonst irgendwas. Ebenkleister. Oh, was bringt das? Weiß auch nicht. Ein Schubsen. Aber hattet ihr nicht die Schriftrolle bei? Da hättet ihr euch nicht bewegen müssen. Ihr geht bis auf 9 Meter, ne? Wiederbelebung. Du bist aber nicht tot. Ah, okay. Das gilt nur für tot und nicht down. Tot, kann ja. Kann ich nur ein bisschen bewegen oder springen? Oh. Okay. Aber zu dem Hochspringen macht, glaube ich, wenig Sinn. Scheiße. Wow. Vielleicht kannst du hier runterkicken. Und, dann musst du auf jeden Fall in unserer Richtung kommen am besten. Vielleicht kannst du jetzt doch kicken einfach. Oder versuch auch einfach hierher zu kommen, dass du nächste Runde darüber kommst. Wenn mich keiner hochholen kann, dann muss er das ein anderer tun. Ich kann mich hier bewegen. Gerade eben hat er ja neue Viecher nachgespawnt. Ansonsten springe ich nächstes Dings rüber. Dann schauen wir weiter. Vielleicht kann ja deine Dryade da schon mal in die Richtung. Aber die hat keine Hilfe, ne? Die Dryade. Die kann leider nicht aufhören, leider. Auch wegen dem Nachtlied hinten, dass die Hilfe hat. Nee, das muss nicht. Ich kann auch nicht mit dir interagieren. Aber ich kann ihn hier verstricken. Ja, dann mach das. Na, schade. Wer muss sich bewegen, theoretisch?
Na gut, mal gucken, was er tut. Der Dude. Da siehst du, dann spawnt er lieber bei mir. Okay, vielleicht muss er sich auch nicht bewegen. Holst du Peiler hoch, Yuzu? Mach ich. Ich komme bis auf ihre Plattform, Alex. Okay, cool. Kannst du noch eine Aktion machen? Nee, ne? Kann ich oben bei denen noch Dorn hinpacken? Bei wem willst du Dorn hinpacken? Achso, nee, Ranken und Dorn ist das. Ich würde sie nächste Runde befreien. Ja. Also könnt ihr euch jetzt so positionieren, wie ihr wollt. Ja, dann packe ich da oben so Ranken hin. Aber nicht bei dieser komischen Leiter nach oben, bitte. Achso, nee, ich pack sie so weit wie möglich. Okay, mach ruhig. Bin auch nochmal da, falls noch irgendwas ist. Ach, deine andere Rank ist jetzt aber weg dadurch, ne? Sonst kannst du ja rüberhüpfen, Alex. Ah, okay. Kannst du jetzt weit springen durch deine Stärke. Aber wenn Tyler das nächste Runde weg macht, ist egal. Aber den sollten wir ja zu viert hier ordentlich schaffen, ne? Aber ist die Frage, wenn Alex ihn jetzt schon löst, dann können alle anderen danach noch angreifen, ne? Nächste Runde. Also na, ich kann den nicht lösen. Na, die Runde nicht, aber nächste. Du bist ja vor allen anderen dran. Aber ist ja egal, nee, Quatsch, nee. Ich kann ja trotzdem, wir kommen ja alle nacheinander. Ja. Das ist egal. Sind alle gleichzeitig dran, ja. Ja, genau. User! Cool. User! Alles cool. Ich kann runterschubsen, aber ihr wollt nicht, dass ich runterschubse, oder? Darf ich runterschubsen? Sie ist frei. Aber ihr seid nicht für runterschubsen, oder? Alex, kannst du... Leute! Hört ihr mich? Nicht zu ihm rangehen, bitte. Hör auf, ihn zu schubsen. Okay. Ah, shit. Wir wollen den Loot haben, Josef. Wenn er da reinfällt. Einfach, bitte. Willst du erst oder soll ich? Wir können jetzt nicht mehr so viel tun. Mach du erst mal. Der Dude ist krass. Yep. Da, da, da. Die Musik erinnert mich gerade so ein bisschen an Herr der Ringe, oder? Ist ja jetzt auch wieder frei. Mhm. Vielleicht haut die nochmal ordentlich drauf auf den. Aber erst wenn er gleich dran war. Mhm. Mal ja, gucken, gut, aber wer es jetzt einstecken muss. Einer von beiden geht jetzt gleich down. Wenn nicht beide. Ja. Wenn wir gleich haben. Aber ist ja jetzt nicht schlimm. Also wenn einer stirbt, da ist er wurscht. Lass ich Yuzu nicht. Doch, jetzt kann ich ihn schützen. Helf mir! Aber du bist doch nur im Todeskampf, ist doch wurscht. Ich hoffe, die greift jetzt nicht dieses Ei an. Doch, oder? Nee. Das macht sie. Auf. Schön! Okay, achso, die kann nicht fliegen, okay. Soll ich ihn angreifen oder mich um den neben mir kümmern, Alex? Eine gute Frage. Lass erst mal David angreifen. Wie weit kann ich ihn springen, theoretisch? Wenn Yuzu auf dem Boden liegt und quasi im Todeskampf ist, kann ich ihn dann trotzdem Furcht geben? Nee. Okay, warte, dich bewegen. Ja. Scheiße. Nice. Kannst du noch ein Stück hier rüber gehen? Ups. Wo rüber? So ein Stück hier in die Richtung. Dann komme ich nämlich an dir vorbei. Okay, Leute, wir müssen den, der jetzt neben mir steht, killen. Ich kann die Jungs da nicht helfen. Oder der löst sich auf, wenn wir ihn töten. Nee, nicht in die Richtung, David. Ja, ich hab versucht, aber... Er kommt nicht dran vorbei. Ich will nicht.
Ja, will ich. So bright, ja. Alex. Ich komme auch nicht an dir vorbei, leider. Das ist jetzt halt voll die Frage, aber wenn der Typ sich umdreht, bin ich tot. Ich kann den neben dir versuchen zu töten, Pilar, dann kannst du. Dann kannst du den. Dann mach ich das so. Ja, nice, das danke Alex. Was kann ich ihm da jetzt richtig um die Ohren zimmern? Scheiße, dass man so ein Dreier Zauberspell? Die Eisfläche wäre voll verschwendet. Also Nekromantie und Gift ist so das einzige, wo du aufpassen musst, aber sonst kannst du alles rauffallen. Das ist nicht. Ach, Feuer! Ach cool, ich stehe wieder! 30. Alter! Schönes Ding. Wer hat er noch? Nicht mehr viel. 12. Bitte nicht wieder so ein Puffpang. Hängenball, bitte. Böser geil, ich steh wieder. Cool, cool, cool. Ey, aber warum treffe ich ihn denn so schlecht? Lass mal nichts machen. Ich kann schubsen. Ich da vorstehe. Ja, ich hab's nicht. Mann, der Winkel ist wieder scheiße, hast du recht. Aber heilen brauchst du dich nicht usen. Also nicht mit dem Trank. Wir können dich nämlich links heilen. Das müsste ja vielleicht gehen, wenn ich. Ja, aber ich hab jetzt mal Zauberkraft gemacht. Ja, alles gut. Ich wollte ja nur sagen, ist ja egal, wenn du auf dem Boden liegst. Nee, nicht. Ob es nachher einer überlebt. Oh, Mann. Okay. Ich danke dir. Ja, super. Deine Worte helfen mir immer, wenn ich eine schöne Zeit habe. Cool. Ihr macht das. Haut ab. Okay. Er hat noch zwei Leben. Komm, die Olle. Hat jetzt ihren Heldenauftritt. Jawohl. Wow, ein. Trifft sie ihn? Nein, nein. Nee. Noch nein, einmal. Zweimal ein Crit. Ich sehe nicht. Alter, geht's doch nicht. Scheiße. Ey, was ist denn da los? David, kannst du deine. Ja, nice. Ja, perfekt. Oh, Katzin. Oh, Katzin. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Kann alle töten. Okay. Ich zeig doch reinschubsen. In den heiligen Anus. Kannst du auf, wir wollen den Loot haben. Wehe, du springst da rein. Lord of Bones. Einfach reinkicken. I am here. Zwerg, ziehen am Bart. I am ready. Halt ihn schon. Halt für den Edelstein. Ja. Your... Nein! Sag ich doch. Kannst du nicht schneller sein? Der Zwerg ist kacke. One who belongs to me. Ja, hab ich gewartet. Jetzt so. Komm doch. Komm doch. Wohin will der machen? Ich mal, was willst du? Quatsch kein Buch, Junge. Ich hab eine Mine. Ja, du hattest einen epischen Auftritt, komm. Ja, ich seh schon, wir haben gerade gleich einen Gegner vor uns. Ja, schön, Mann. Peter ist gerade nicht so erfreut, glaube ich. Peter sieht kacke aus. Ich glaube, Peter raucht heimlich. Ich will die Weihrauchbummeln. Alter, okay. Da kommt die Power sicher. Ich will überleben. Ach, der Typ, der möchte der Tod sein. Nee, der macht so das nicht. Fanboy. Ist so ein Fanboy. Jusen, ich sehe eine Sense, die dein könnte sein. Ja, das stimmt schon. Du heiliger Mann. Mann, 2,25. Was ist erstmal irgendwo nach Problem? Oben. Eigentlich wäre hier oben für mich die perfekte Position. Gegen das Vieh nicht im Vorteil. Deswegen. Alter, was Hitze ist meine... geil! Du kannst den Hitze auf jeden Fall Damage machen. Jo, mach ich dann, Ding. Ich geh erstmal an den Punkt, wo ich ihn gut treffe. Du bist nur ein Gegner, also ist doch mehrere, ne? Naja, wird welche beschwören. Das kommt bestimmt gleich noch, Ding. Na gut, denn. Hitze, sagst du? Ist... Cool, ich kann mich nicht. Kälte kann ich nicht machen.
Ja, Kälte ist scheiße für ihn, ja. Aber ist egal, ich habe ja noch andere Sachen. Nach heimlichen Willen des Gottes, das sind allen Kreaturen in der Nähe Knochenkälte zu. Ah, der Dude ist schon irgendwie cool. Habe ich irgendjemand Teil von cool designed. Nein. Mit den beiden Dudes hier drauf, die Laternen da halten. Du hast, Alex, du kommst schon hin. Du hast Knochenkälte, glaube ich, auf dir. Ja. Du kannst keine Trefferpunkte regenerieren usen. Ich auch nicht. Das heißt? Du kannst dich nicht heilen. Okay. Du Drecksorg. Benutz dein Gehirn, dafür hast du es. Du mit deinen Fachwörtern. Ich weiß nicht, was du meinst. Fachwörter. Lauf ran da, damit ich im Vorteil bin. Opfer aber die dich. Olle hilft uns, oder? Das ist ja auch praktisch. Ja, ich denke schon, ja. Achso, scheiße, du musst die Dorn ausmachen. Da sind Dorn, ja. Aber du bist immun gegen schwieriges Gelände. Aber der bewegt sich, glaube ich, eh nicht, ja. Ja, scheiße. Ich hätte vorher mal noch Waffen werden. Ah, nice, jetzt kann ich. Bam, Alter, 47. So. Yes, yes, yo. Jetzt legen wir mal los hier. Kommt da von hinten. Und macht Peaks, Peaks. Hast du okay. Ihn voll in den Stiez gepiekt unten, oder? Ja, ich hab da unten den kleinen, ja, das heißt Stiez. Voller Lachnuss. Kannst du mich fragen, ne, Jusen? Ich sag nur Skateboard-Unfall. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Voll im Kindergarten, ja. Tausend neue Beleidigungen haben sie kennengelernt, Kinder. Der ist halt... Nee, der geht auf die Triade. Der geht nur auf die Triade. Ist egal, dann nicht reagieren. Nicht. Du brauchst deinen Schutz, glaube ich, noch. Jetzt zum Beispiel. Okay. David ist verängstigt, aber laufen muss er ja eh nicht. Ja, aber hat ein bisschen was gebracht, also. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, Peter mit dem Flügel kommt. Nein! Oh, Alter! Ja. Dadurch, dass er heilig ist. Er ist ja böse, also. So. Ja, das ist er. Da kannst du mit deiner göttlichen Sachen und so Jusen auch gebraucht von, wenn du da noch so ein Spell hast. Ja. Oder so. Ich hab nichts Heiliges gerade irgendwie. Nichts Heiliges! Er hat nur noch 64. Dann kriegt er die 64, Alter. Der Typ ist schon nicht schlecht, Alter. Den klopf mal weg, Junge. Ich guck mal, dass ich den Feuerball so positioniere, dass ich euch nicht treffe, Alter. Wenn ich unter ihn ziehe, treffe ich ihn mit oder geht es jetzt so auf den Boden? Nee, ich glaube, du musst schon ein Ziel anwählen. Okay, hab ich. Auch auf den Stiez. Ey, 27. Ja, ist nur 37, guck mal. Kinderspiel, der Typ. 20, Leute! Sind nur 20. Wow. Nur 20. Der Ork hat 16 Schaden gemacht als Kämpfer. Ja, Ruhe, Alter. Zeig dir mal, wo der zu Hause ist, Alter. Was ist denn los hier? Ey, Jus, du hast bis jetzt jeden Kampf verloren. Digga, ich bin der tankt und das halte ich aus, oder nicht? Naja. Dafür bin ich doch da, oder nicht? Er gibt uns dafür den Vorteil, dass wir nicht auf die Fresse kommen. Richtig, ihr könnt eure Scheiße machen, damit ich sterbe, Alter. Ist doch okay. Ja, dann stirb ich jetzt. Ich gebe so viel in die Gruppe. Gut, undankbar, wie du bist, ey. Nein, er kann nicht sterben, wenn ich das mache. Er hat immer plus 1. So, jetzt haut die nochmal drauf und der ist tot. Jetzt hat sie beide besiegt. Oh, ich hoffe, okay. Sie ist glücklich. Du warst lächerlich und du verreckst in der Hölle heftig. Kriegen wir jetzt diese Sense? Also du warst, glaube ich, bis jetzt der einfachste Zwischenboss ever. Jo, das war ein ziemlich einfacher Endboss. Death cannot take me. I am its master. Jetzt kann ich mal sterben, ja. Geil. Verhext mich bloß mit einer Cola. Nothing. I am forsaken. So, nicht bewegen. Ich will das Amulett. No idea. Er fällt gleich wieder ins Loch, Alex. Nein. Jusen hält ihn jetzt gerade. Immer weg. Wehe, du machst jetzt diesen Sparta-Move und kickst ihn da runter. Ey, wenn's da steht, mach ich's, ohne Scheiß. Okay, Peter verwandelt sich, glaube ich. Nee, ey, Flattermann geht weg.
Ja, Platinum ist ein bisschen. Alter! Ah, ja. Ich hab gedacht, American History X wäre hart, aber was sie gesagt hat. Ja, Alter! Ich mag sie. Und deswegen sage ich immer wieder, Frühstück ist richtig. Du musst ausgeglichen sein. Bios einfach nur dasteht. Ist ja nichts gegen American History X, Alter. Nein. Du kennst meine Kindheit nicht, Alter. Guck mal, das Geld halt. Du bist so verwirrt genug. We pick our way toward our fates. Aber sie hat überlebt. Komplett verstört, er wird nie wieder schlafen. You have my sword. Ich war's ein cooler Knebus. Nice, ist auf unserer Seite. Do what you must. Then we fly this foul place. Auf meiner Seite, Leute. Bumst du euch weg. So. Famous. Wer schläft jetzt mit ihr? Icke. Los. Was hat er denn? Hat er irgendwas Nützliches? Oh, weiß nicht. Ich hab Cutscene. Okay. Ah, Anessa-Stein. Siehst du, guck mal. Holst du dir endlich, ja? Naja, logisch. Ganze Zeit darauf hingefiebert. Deutsch, genau. Alter, raus, pullen aus dem Bus. Alter, was ist denn los mit du? Das macht er nicht zum ersten Mal. Ja, du kennt er. Hallöchen. Meins. Ach, guck mal, da ist er. Raumbesucher. Und jetzt das Bild kommt zusammen. The absolute is neither god nor man. Die Leben und die Elder held here by those three accursed world. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. Stein, it has been dominated. To master an elder brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Weiß nicht, ob die Frage stellen recht gut ist, aber. I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketherick was Merkel's chosen. Eine bemerkenswerte Tat, du hast es richtig erkannt. I know Lord Enver Gordhash, an arms dealer and a slaver. Oh scheiße, die müssen wir auch noch töten, oder? Erik ist auch schlecht und noch schlechter. The god of tyranny. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ja, which means the absolute is the front for the gods of death. Augen, ne? And our enemies are chosen at the death. Ja, mit schwarzen Adern ist genau sein Fetisch. So vielleicht. Ist ein kleiner Dieb, Alter. Guck ihn dir an, der kann Türen eintreten. Ich hab eine Maske auf, hallo. Ja klar, safety first. Ja, Haar sieht aus wie Stroh, passt perfekt. Zweitens, Alter, du bist enttäuscht und bist alle killen. Drittens. Los! Killern! Eins, zwei oder drei. The crown's marking suggests it was forged deine, in Netherrealm. Echt deine suchst du dir an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. Ja, klar. It was a crown of domination. The stones were taken from its crest. Nicht, dass er radioaktiv ist, dann kann er später keine Kinder mehr zeugen. Imbued with the ability to control the wearer. Solange er noch funktioniert, ist es wurscht. The crown's Netherrealm's magic must be the true source of the parasite's abilities. Oh, damit kriegt doch jeder, oder? Ein Gestab. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Das hat sich wieder vertiefen, aber ja, nee. Hä, ich erleuchte sie alle. Ja, klar, sowieso. Wie, was machen wir jetzt? Na drittens, Dicker. Ich will meinen Stein verkaufen. Na drittens. Hä? Hm. Was ist denn für eine Frage? Das ist eine Aussage eigentlich mehr. Da hast du recht. Ich wollte doch nur meinen Parasiten loswerden, nicht mit Göttern kämpfen. Doch, ich will mit Göttern kämpfen. Keine Ahnung. Viertens. Was machen wir denn jetzt? Mal gucken. And the lives of everyone in Faerun. Für den Kampf unseres Lebens. The army of the absolute is marching on Baldur's Gate. Haben sie bei vielen within the city. An elder brain. Brimming with power. Ja, wenn wir da am Baldur's Gate irgendwann ankommen, dann sind da wirklich fünf Krieger auf einmal. All it needs is an order. An order the death gods chosen are on the cusp of giving. Wäre cool, wenn ich mal einen Flächenangriff kriegen würde, sowas wie ein Pfeilhagel oder so. Before that happens, we must take their stones. Geh doch mal so unnötig wie ich. Our chances of success are slim, but we must not fail.
If we so fail, unnötig wie du kann ich gar nicht sein. Everything ends. Ich bin was Besonderes. I will be your shield, but you must be the sword. Der Schlechteste unter den Schlechten. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Du bist halt eine blockende Masse. Mann, Mann, Mann. Hey, sie haut ab durchs Portal. So, na, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, oder? Eine magische Ritterrüstung. Achso, schwere Rüstung, scheiße. Okay, Leute. Wie ist jetzt noch für die nächsten paar Minuten der Plan? Looten? Ich find's. Also, looten, ja, natürlich. Aber ich würde gerne eine kurze Rast machen, weil lange Rast. Ich würde schade finden, wenn mein Exil jetzt weg ist. Dann können wir nicht noch zurückgehen und uns da wieder heilen, Alex? Stimmt. Ja. Würde ich sagen, oder? Wo war das nochmal? Müssen wir wieder zurücklaufen und den Fahrstuhl hochfahren. Durch den wir gekommen sind. Aber ich würde, wie gesagt, erstmal noch die restlichen kleinen Gegner hier looten. Ja, da hinten liegt auch noch was. Hinten rechts. Kann jemand was bei mir rausnehmen? So ein bisschen? Ja. Jetzt kann ich mich nicht mehr groß bewegen. Ich speichere erstmal. Dann Skillen machen wir dann nächste Mal, wa? Jo. Ja, ich muss jetzt machen. Ganz ehrlich, jetzt noch die nächsten paar Minuten. Gehen wir doch hin. Skillen. Meinst du, in 7 Minuten kommen wir da durch? Na also klar. Meine, bei meiner Klasse gibt's ja nicht viele, ich wahrscheinlich schon, aber. Ich gehe auf Barbar höchstwahrscheinlich wieder. Bei Peiler werden wir die längste Zeit brauchen, glaube ich. Ja, das ist es ja. Deswegen skillen wir jetzt nicht erstmal, aber. Ja, lass erstmal heilen und dann skillen wir uns da beim Heilen Dings und dann. Genau. Haben wir alles eingesammelt, Leute, ja, ne? Denke schon. Guck nochmal. Hier, da oben war Alex, da waren wir. Hier ist nix. Ne, geh mal zurück. Alle ein Level up. Alle ein Level up. Ja, aber erstmal heilen. Das ist wichtig. Ja, komm doch erstmal zum Fahrstuhl, Jusen. Ja, ich folge. Nein. Ich folge David, dachte ich. Ja. Komm mal erstmal. Fahr schon mal nach oben. Ich hätte mal ohne uns. Ja, er will immer alleine fahren, sonst hat er Angst. Ja. Das ist ihm zu eng. Mit dem komischen Ork da zu fahren, macht mir wirklich Angst. Also soll ich hochfahren, ja? Na, wir wollen hochfahren. Der Fahrstuhl muss erstmal runterkommen. Und mal runter, Josen. Da ist er doch. Hey! Guck mal, jetzt sind wir auch nur noch zu viert. David. Ja, ja. Nur zu viert. Auf mit deinem Toaster zu flirten. Was ist denn mit deinem Toaster? Was machen eigentlich die anderen? Achso, die sind schon weg. Hier sind wir Sturm wahrscheinlich. Kampf. Achso, das ist doch hier unten direkt. Ja, ja, hier. Ja, ja, ja. Komm mal rein, nein, no, wie Dobby. Alles wieder voll. Alle wieder voll. So, jetzt können wir nochmal. Kurz skillern oder was? Können wir hier mal skillern. Schillern. Willst du hier im Kreis stellen? Bleib doch mal stehen, Leute. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich steh mal im Kreis, bist du glücklich? Ja. Was machen wir jetzt? Ey, okay. Ich krieg ja aber auch nie irgendwas bei dem Schurken, ne? Nur irgendwelche Klassenaktionen, Alter. Das ist so lächerlich. Aber was du machst, ist eine Klassenaktion, ist doch geil. Eine Klassenaktion. Ja, das war ein Wortspiel von Holger. Nerv nicht. Okay, ich krieg Infiltrationsexpertise. Nimm eine andere Identität an, die dein Aussehen verändert. Also ich kann mich jetzt, ja, bin jetzt der Doppelagent schlecht. Ich habe einen Zauberplatz der Stufe 4 mehr und habe einen Zauberplatz der Stufe 5 jetzt freigeschalten. Nice. Na dann auch rein. Ich kann noch zwei Zauber aussuchen. Oh Leute.
Ich geh erstmal pinkeln. Ich könnte auf schwere Rüstung gehen. Oh, ich könnte eine Wolke schießen. Das ist eine Wolke, Todeswolke heißt das ja. Erzeugt eine große Wolke. Und die, die drinstehen in der Wolke, kriegen 5 bis 40 Schaden jeden Zug. Was haben wir hier? Eis, Kälte. Oh, Kälte ist ja auch immer geil. Ein Wirbel aus eisiger Luft und kondensierten Schneekristallen schießt aus deinen Händen. Ah, okay, das ist ein Strahl. Elementbeschwörung, Stufe 5. So, wollen wir die Skills vielleicht trotzdem nächste Mal machen? Warum nicht jetzt? Jetzt schon wieder 22.58 Uhr ist. Sollen wir die Skills beim nächsten Mal aus? Was ihr Skills beim nächsten Mal erst? Oder bist du schon fertig? Ja, ich bin fertig. Ich hab's vorgelesen, was ich gekriegt hab. Okay. Ich lese jetzt gerade bei Pilar mit hier. Steinwand, okay. Na, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich fand die Wolke hier eigentlich auch gar nicht schlecht. Oder halt hier auch die elementare Beschwörung Stufe 5. Also was weiß ich, was ich da für Kreaturen dann beschwören kann. Hm. Naja, Feuerwand, Steinwand, Tote beleben, das hatten wir ja schon öfters. Fluch, ist ja klar, flimmern. Gegenzauber, so gesagt, so ein bisschen wie parieren. Totstellen. Ich würde eigentlich auf Kämpfer in dem Fall gehen. Schneesturm. Also bis jetzt war ja dieses Beschwörenzeug eigentlich ganz gut. Mhm. Also den Level 5er da beschwören. Weil deine Todeswolke und den Kältekegel machst du halt eh mal. Aber der, wenn du da so ein Vieh beschwörst, ist das halt immer da. Ja, ich finde den hier auch ganz gut, Alex. Die nächste Frage ist bloß, nimmt man halt diese Todeswolke mal mit rein? Weil die macht 4 bis 40 Schaden jeden Zug, wenn ein Gegner drin ist oder läuft. 5 bis 40. Das ist halt schon heftig. Steinwand hört sich ja auch interessant an. Achso, hast du zwei oder was? Ja, ja. Kältestrahl ist halt blöd, weil ich habe nie so die Perspektive, dass ich damit draufballern kann. Das Feuerelement haben wir ja drin. Und das aber andere. Du hast doch sowieso nur einen Zauber der Stufe 5. Genau. Aber ich habe ja jetzt erst einen Slot freigeschaltet, deswegen. Wollte ich dich ja einfach fragen. Was war jetzt das denn? Wir haben ja noch die Feuerwand. Dann nimm doch lieber was Stufe 4 mit oder so. Ja, ich könnte halt eine Feuerwand spawnen. Ist auch nicht schlecht, ne? Um Gegner einen Weg abzuschneiden. Übrigens da unten dieser magische Pfeil, der in der ganz unteren Reihe in der Mitte, das ist die Energie übrigens, ne? Das hier. Warte. Hat mal ein bisschen Verzögerung. Ja, sorry, bin noch einmal wieder weggemischt. Das Ding hatte ich ja auch schon mal auf irgendeiner Kette oder einem Ring, glaube ich, drauf. Gegenzauber? Ne, nicht Gegenzauber. Ja, genau, das magisches Geschoss. Genau, und da steht nämlich Energie, ne? Also, genau. Das ist quasi, ja. Und das ist ein Zauberstufe 1. Genau, weil du ja gefragt hattest, ob es Energieschaden überhaupt gibt. Ja, ja, klar. Aber bei mir ist halt mein Zauberstufe 1 der Feuerball, weil ich ja auch die Immunität gegen Feuer ausschalten kann beim Gegner. Und dadurch ist es halt das Ding immer. Ja, aber wie gesagt, eigentlich wäre dann die Frage Feuerwand noch dazu nehmen.
Unsichtbarkeit, Flimmern, Gegenzauber, Todstellen, das ist eigentlich alles eher unwichtig. Hypnotisches Muster. Hätte man halt noch einen Schneesturm? Ja, die Frage ist ja, was brauchen wir denn? Also du hast ja, rein theoretisch hast du ja viel Fläche hast du ja schon. Viel Flächenzauber. Ja. Aber dadurch, dass ich eh immer von hinten angreife, brauche ich halt nichts im Nahkampf, weil ich ja diesen Zauber habe, dass ich meine Fernkampfangriffe in den Nahkampf ändern kann. Das ist ja richtig, aber vielleicht wäre ja mal eine Maßnahme, wenn wir in die Richtung denken, dass Yuzen und ich haben ja immer irgendein fettes Vieh neben uns. Ja. Dass wenn du mal keine Fläche machen kannst, dass du halt den Gegner irgendwie schwächen kannst. Richtig, deswegen habe ich ja meinen Feuerball. A, schalte ich die Feuerball-Immunität aus und kann bis zu 20 Schaden machen. Ich habe hier sonst kaum eine Solo-Attacke, außer mein Dreier-Feuerschuss, wo ich euch nicht mehr treffe, wo ich bis zu 36 Schaden machen kann. Aber mehr habe ich dann groß nicht. Du musst ja nicht immer Schaden machen, aber dass du den vielleicht einfach lähmst oder so. Oder halt irgendeine Scheiße brichst oder sowas. Also ich würde vielleicht den Umgang mit schwerer Rüstung erstmal mich... Oder verängstigt oder so. Also ich mach schwere Rüstung erstmal bei mir, oder? Kannst schwere Rüstung lernen, wenn du möchtest, ja. Ich weiß ja nicht, ob du da irgendwas hast, was den... Was nee. so... Na, zum Beispiel Fluch, ja. Aber Fluch, also ich habe ja auch schon genug, was ich kann, theoretisch in die Richtung. Ja. Tote wiederbeleben, ja, Fluch. Die durch Berührung, ja, okay, muss ich ranlaufen. Ach so, Berührung, das war das. Das ist scheiße. Ja, das ist kacke dann, ja. Gegen Zauber, wie gesagt, ist halt. Todstellen ist auch. Ja, schwierig. Ich habe ja schon ein paar Sachen, wo ich immer mal reinwechseln kann, die so in die Richtung sind, wie du sagst, Alex. Aber der... Das, was jetzt hier so auf Stufe 1, 2 und 3 großteils noch übrig ist, ist halt für mich eigentlich erstmal großteils uninteressant. Weil zum Teil kann ich die noch lernen und die Schriftrollen findet man auch noch irgendwann. Na, dann nimm doch einfach Stufe 5 Zauber. Na, ich mach die Beschwörung. Und ich überlege, ob ich vielleicht eine Stufe 4 Zauber, weil ich ja einen dazu bekommen habe, vielleicht die Feuerwand mit reinnehme, weil ich ja immer viel Feuer mache, weißt du? Und das brechen kann. Ja. Feuerwand zu machen ist ja nicht schlecht eigentlich. Ja. Das nehmen wir. Was war das andere vierte daneben? Wo jetzt? Na, bei neben Feuerwand. Zurückgehen kann ich jetzt nicht mehr. Achso, ist halt Delay, deswegen. Dachte, hab ich jetzt nicht gesehen, dass du schon... Ah cool, die Todeswolke kann ich so lernen, Alex. Gut, dass wir die nicht genommen haben. Kann mir einer mal schnell Geld ins Inventar schmeißen? Telekinese kann ich auch so lernen. Das wäre auch wieder so eine Attacke, die du gut gefühlt. Wie viel brauchst du? 500 mindestens für beides. Ja, okay, du hast jetzt über 2000, ja. Nice. Telekinese gleich und den Dings noch mit drin. So, Porno. Da haben wir doch richtig gut. Ey, ich hätte so gerne mal mittlere Rüstung gelernt, Alter. Nächste Stufe. Ab Stufe 10 kriegen wir wieder so eine Marker, wo wir mittlere Rüstung zum Beispiel lernen können, Alex. Also ein Level noch. Und soweit wie ich weiß, geht's bis Level 15. Und ich hoffe, wenn das Add-on kommt, bis Level 20. Und wenn noch eins kommt, bis 25. So in der Art vielleicht. Ich überlege, ob ich schwere Rüstung nehme oder lerne, dass ich Musikinstrumente habe. Na, ich habe schwere Rüstung. Musikinstrumente weiß ich nicht. Aus Sinnverwirrung. Dann nimm lieber schwere Rüstung. Na, wenn es sonst für deine Richtung mit Heilung oder mit deinen Tieren nichts anderes gibt... Denn schwere Rüstung, außer wenn es da auch noch irgendwas Interessantes gibt. Weil Pyler hat eine schwere Rüstung jetzt im Inventar. Die ist Rüstungsklasse 19. Das ist eine. Ich könnte sie schon nehmen, aber David könnte sie dann auch nehmen. Oder Instrumente. Ich weiß nicht, ob Instrumente irgendwie wichtig sind. In dem Game. Kann ja sein. Ach, okay, jetzt verstehe ich's. Aber wie gesagt, schwere Rüstung kann ich jetzt auch tragen.
Naja, die Frage ist ja, naja, ja, vielleicht könntest du die, aber du hast diese, du hast ja eine, du hast ja diese Adamant-Rüstung schon. Ja, aber sie ist ja mittel. Ich würde sagen, ich mache das einfach nächstes Mal. Aber wir sind jetzt alle geskillt, komm schon. Ich kann das auch nächstes Mal machen. Na, oder du machst eine neue Klasse auf. Verrückterweise. Nee. Warum nicht? Ja, der mach ruhig, dann machen wir es beim nächsten Mal. Das ist kein Ding. Ist ja eh jetzt schon 22:30. Von daher. Jupp, aber ich bin auf jeden Fall durch. Ich habe meine Zauber auch nochmal ein bisschen umgestellt. So können wir beim nächsten Mal weitermachen. Und sonst schauen wir erstmal bei David, was da geht, meine Lieben. Denn, würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle, war Boys? Jo. Wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund und munter, bis denn, Antenne. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei von uns, S&G präsentieren, wenn ihr nicht genug von uns kriegt, und lasst ein bisschen Liebe da. Und dann sehen wir uns vielleicht am Donnerstag, müssen wir mal schauen. Und sonst halte ich euch auf den Laufenden auf Facebook und Insta. Na dann, sagen wir, haut rein. Sehr gut. Jusen! Ja, lass dich doch nicht von ihm verarschen. Du bist zu langsam, Jusen. Er haut dich immer von hinten, aber er trifft dich nicht. Alex, Jusen, jetzt mach es doch mal. Einer von euch. Alex ist auch so gemein. Der... Ja, siehst du, du musst dich bewegen, Jusen. Alex rennt jetzt immer um dich rum. Und solange wie du keine... Ah, geil, hast du auch getroffen. Ja, pass auf, jetzt. Jetzt musst du ihm geben. Was? Jetzt. Ich kann nichts machen, Scheiße. Okay. Von uns allen. Jetzt sticht er dich noch richtig an. Ja, wird schon den immer übernehmen. Okay. Wir wissen, wer gewonnen hat, Alex. Freu dich. Ich applaudiere dir nochmal. Hast du fein gemacht? Nein, der Dieb halt wieder. Ja. Hast du fein gemacht. Sehr schön. Jetzt wird nochmal neu aber geladen. Aber Jusen zu treffen ist schon schwer, ja. Naja, na, wenn er einen Angriff macht und sich bewegt und du dann auch versuchst, rein anzugreifen, dadurch trifft man öfter nicht. Das ist... Das Spiel ja, ist eigentlich auch auf rundenbasiert so ausgelegt gute... und nicht auf Echtzeit. Ne? Nee, das ist aber eine Schutzfunktion, dass ich mir so ein flackerndes Licht immer anstoße, wenn jemand mich angreift. Naja, aber klar, aber ich habe ja auch bei Alex gesehen, wenn er sich bewegt hat und du hast zugeschlagen und er hat einen Move mit einem Stich gemacht und dann haust du aber ja, optisch ehrlich, gesehen daneben, mal. Dann trifft man. Aber hasst mich nicht, aber schaut mal, dieser Move ist schon ganz geil. Machen wir nix. Der ist schon ganz cool, der Move irgendwie. Hat was, Jusen. Ich bin froh, dass ich den habe jetzt. Na guti. Dann. Alter. Hau rein, David. Wir hören uns. Okay, alles klar. Bis dann, meine aber Lieben. Aber lustig. Ja, ciao, ciao. Bye, bye.